Herzlich willkommen zum Finale von Germany's Next Bundeskanzler. Wer wird die Stimme der jungen Generation? Das ist heute die Frage und das wird sich entscheiden. Der Verband Junge Unternehmer hatte online dazu aufgerufen und sehr, sehr viele junge Menschen haben sich beworben. Nun, online hat die Community entschieden und 5 sind ins Finale gekommen. Sie haben die meisten Votes ergattert und sie werden heute um den Pokal kämpfen sozusagen. Und wir haben eine ganz tolle Jury für euch, die heute darüber entscheiden wird. Es gab ein Kanzlercamp, 3 Tage hat das gedauert, da wurden sie rhetorisch und medial noch mal gecoacht und heute können Sie eben zeigen, was Sie wirklich drauf haben. 10.000 Euro, das ist das Stipendium, was Sie am Ende bekommen werden, also der oder die Gewinnerin. Und ja, wir hoffen auf ein ganz tolles Finale. Wir sind hier live bei Alex TV, bei Facebook Live, bei YouTube und auf der Seite von Germany's Next Bundeskanzler. Wir haben ein tolles Publikum und ich wünsche uns allen ein tolles Finale. Schön, dass ihr dabei seid und los geht's! Und dann möchte ich auch gleich unsere Jury vorstellen. Wir haben Nikolaus Blome da, stellvertretenden Chefredakteur der Bild-Zeitung, der natürlich totaler Politikkenner ist. Die Politiker kennt er von nah, aber auch von fern, hat bestimmt viele Bundestagswahlkämpfe mitgemacht und weiß, wie die Politiker ticken. Und er hat sich ein gutes Auge dafür, wie sich auch unsere Kandidaten heute verhalten und ob sie geeignet sind für den Politikbetrieb. Schön, dass du dabei bist. Gerne. Die jüngste Abgeordnete im Bundestag ist da, Ronja Kemmer, selber gerade im Wahlkampf unterwegs und sie weiß, man muss andere von den Ideen überzeugen, das macht sie gerade tatkräftig und deshalb kann sie sich ganz sicher auch gut in unsere Kandidaten reinversetzen. Es ist super, dass du auch mit bist in der Jury. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dann haben wir Johanna Strunz. Sie ist eine junge Unternehmerin, ist nach dem Studium ins Familienunternehmen eingestiegen und möchte auch gerne das Bild der jungen Unternehmer in der Öffentlichkeit noch mal stärken und tritt für die junge Generation ein. Sie ist die stellvertretende Bundesvorsitzende der jungen Unternehmer, die das heute ja auch veranstalten. Schön, dass auch du aus der Wirtschaft mit dabei bist. Ja, und unsere Kandidaten wurden ja online gecastet und natürlich liefen alle Videos auf YouTube. Da müssen wir natürlich den YouTube-Mann an Bord haben, Florian Mund alias Le Floyd. Mehr als 3 Millionen haben seinen Kanal abonniert, folgen ihm und er versteht es wie kaum ein anderer der Jugend, ja, Politik näher zu bringen. Seine Le News sind legendär und wir sind total happy, dass auch du dabei bist. Unsere Jury. Johanna, ich komme gleich noch mal kurz zu dir. Euer Verband, ihr habt gedacht, wir machen das einfach mal online, ein Online-Wettbewerb. Warum gerade durchs Netz? Ja, also warum dieser Wettbewerb überhaupt? Also wir wollen junge Menschen für Politik begeistern. Wir wollen sie motivieren, dass sie sich aktiv in die Politik einbringen und zur Wahl gehen im September. Und warum online? Weil wir denken, dass wir da die Leute am besten erreichen. Ja, und das schaffen wir hoffentlich hiermit ein Stückchen und wollen jetzt hier gleich unsere Kandidaten auf die Bühne bitten. Fangen an mit Andreas Bergholz. Er war von 2011 bis 2013 politisch aktiv bei den Piraten. Jetzt ist er dabei in der neu formierten Demokratie in Bewegung. Meine erste Amtshandlung als Bundeskanzler wäre es, eine gesellschaftliche Diskussion über die Vereinigten Staaten von Europa in Gang zu setzen. Und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern in allen europäischen Ländern. Also zurzeit schreibe ich meine Bachelorarbeit in Volkswirtschaftslehre. Geboren und aufgewachsen bin ich in Singen am Hohentwiel. Man sieht mir ja auch meinen Migrationshintergrund an. Deswegen hatte ich in meiner Kindheit sehr viel mit Leuten zu tun, die selber auch Migrationshintergrund haben. Ich glaube, die Stimme der jungen Generation muss dazu fähig sein, die Vielfalt, die unsere Generation einfach hat, irgendwie auf eine Weise widerspiegeln zu können. Und durch das, was ich an Erfahrung gesammelt habe und auch wie ich mit jungen Menschen umgehe, denke ich einfach, dass ich diese Vielfalt auch widerspiegeln könnte. Ich gehe auf jeden ein und höre mir von jedem seine Meinung an. Seitdem ich ihn kenne, versucht er irgendwas zu erreichen, mit dem er die Welt verbessern kann. Das ist jetzt nicht nur dieser Wettbewerb, sondern auch die ganzen anderen Sachen, die er macht. Er ist der cleverste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Er ist sehr herzlich.
Mein politisches Vorbild ist Edward Snowden. Und ich muss sagen, dass Snowden etwas getan hat, was mich berührt hat, weil er hat sein eigenes Leben, seine eigene Zukunft praktisch einer Sache untergeordnet, weil er einfach gesagt hat, die Menschen müssen das wissen. Ja, hier draußen auf der Dachterrasse war so der Ort in den letzten 4 Jahren, als ich hier studiert habe, wo man alle Leute immer getroffen hat und wo es auch einfach der Ort war, wo wir hier zusammen gechillt haben. Ich habe hier viele Leute kennengelernt und habe hier sehr viel Zeit verbracht in meinem Studium. Ich möchte die Stimme der nächsten Generation sein, weil ich jungen Menschen erklären möchte, wie Politik funktioniert und wie sie selber vielleicht auch Einfluss auf die Politik nehmen können. Andreas Bergholz, komm zu uns auf die Bühne. Erstmal kleine Frage an dich. Was bedeutet dieser Tag heute nach all den Wochen und Monaten? Es war mega anstrengend. Mega anstrengend, sage ich euch. Ja. Ja. Es fällt so ein bisschen Druck ab, weil man weiß, heute ist es vorbei. Heute ist der letzte Tag. Sehr gut. Ja, die letzten Minuten sind angebrochen, dafür auch die spannendsten. Und unsere Jury hat gleich eine kleine Begrüßungs-Challenge für dich. Nikolaus, bitte greife herein. Genau. Und zwar sollst du einen Satz vervollständigen. Das ist jetzt was anderes. Das Wahlergebnis der Bundestagswahl. Nein. Der Satz lautet: Generationengerechtigkeit bedeutet für mich Verantwortung. Damit wäre der Satz beendet, ja? Okay. Kurz und knackig. Bitte, Andreas, setz dich auf deinen Platz. Und wir kommen zum nächsten Kanzlerkandidaten und möchten euch Julius Freund vorstellen. Seine politische Heimat sind die Jungsozialisten der SPD. Meine erste Amtshandlung als Bundeskanzler ist es, die 2020 bzw. 2050 Ziele zu sichern. Hi. Ja, also ich bin der Kölsche Jung, ich bin mitten in der Kölner Innenstadt aufgewachsen und meine Eltern hatten eine Galerie. Mein Vater ist Künstler und in dieser Galerie bin ich halt eben mit meinem Bruder aufgewachsen und habe da sehr viel Zeit mit meinen Eltern, meinem Bruder verbringen können und das war eigentlich total schön, weil so hatten wir immer viel Zeit als Familie zusammen und das hat mich sehr geprägt. Julius ist super zielstrebig. Er ist ein Kämpfer, absolut, ist super vielseitig, hat immer viel angefangen, vielleicht auch wieder viel aufgehört, aber einfach aus dem Grund, weil er weiß, was er will und probiert zwar einiges aus, aber wenn es ihm nicht gefällt, dann merkt er das eigentlich sofort und bleibt bei den Sachen, an die ihm wirklich Spaß machen und das mag ich an ihm wirklich. Jetzt sind wir gerade hier an meinem Lieblingsspot in Köln, auf der Schelle Sick, mit Blick auf Dom und die Kranhäuser. Hier gehe ich gerne mit meinen Freunden abends und hier trainiere ich auch für meinen Triathlon. Hier kann ich eigentlich alles machen: Fahrradfahren, Schwimmen, Laufen, Joggen. Ich will Germany's Next Bundeskanzler werden, weil ich die Stimme der Jugend bin. Und weil ich alles daran setzen werde, dass die Energiewende hier in Deutschland ein Erfolg wird. Julius Freund, unser zweiter Kanzlerkandidat, komm bitte nach vorne. Hi. Hi. Unsere Jury, willst du auch nochmal Hallo sagen? Hallo. Einmal für die Kamera. Ja, super, hier ganz fleißig, Flo. Wie ist die Pulsfrequenz? Hoch. Hoch. Sehr gut, dann geht sie vielleicht jetzt noch höher, denn auf dich wartet auch eine Challenge. Ronja, walte deines Amtes, ein Satz, den du bitte vervollständigst. Jawohl. Gute Wirtschaftspolitik muss umweltfreundlich sein. Mensch, ihr seid heute kurz und knackig. Julius, bitte, setz dich. Ihr müsst ja auch noch Energie für später aufsparen. Ne? So, und dann kommen wir gleich zu unserer Dame im Bunde. Wir möchten euch Theresa Hein vorstellen. Sie ist politisch aktiv in der Jungen Union. Ich möchte euch heute
heute 4 Punkte vorstellen, was ich als Germany's Next Bundeskanzlerin machen würde. Der erste Punkt ist, dass ich eine wertebasierte Politik einführen würde. Der Maschsee ist für mich das perfekte Beispiel, dass man in einer Großstadt nicht nur das urbane Leben hat, sondern dass man auch abschalten kann. Und deswegen sind wir auch heute zum Maschsee gegangen, weil ich viel meiner Zeit auch am Maschsee. So, das sieht doch gut aus. Regie, haben wir Stromausfall? Ich liebe Live-Sendungen. Theresa, komm doch schon mal auf die Bühne. Theresa! Theresa, es ist auch viel schöner, dich gleich live und in Farbe zu erleben. Deswegen, haben wir schon ein bisschen was vorweggenommen jetzt gerade. Ja, genau. Grade, ne? Und ich weiß, es ist blöd, dieser Spruch. Und als einzige Frau, aber bislang fühlst du dich in dem Männerteam ganz wohl. Sind sie nett zu dir, die Jungs? Ja, also ich wurde sehr nett aufgenommen und wir hatten eine schöne Zeit gemeinsam. Ja. Wie hast du den Wettbewerb in den letzten Tagen und Wochen erlebt? War das zwischendurch auch mal ganz schön stressig oder bist du da voll cool durchgesegelt? Es geht so. Also ich finde, man musste sich auch immer wieder neu motivieren. Also für mich war die größte Herausforderung, das letzte Video zu drehen, also wo man mit einem Politiker seine Vision besprechen musste, weil auch gerade so aus den zeitlichen Aspekten, es war gerade Sommerpause, viele Politiker waren auf ihren Sommertouren unterwegs oder waren in den Sommerferien und da war es wirklich schwierig und dann habe ich aber immer gedacht, okay, du hast damit jetzt angefangen, jetzt bringst du es auch zu Ende. Und wir haben auch für dich eine kleine Challenge vorbereitet. Bitte reicht einmal die Fischbowl weiter. Johanna greift schon rein und auch an dich bitte der Wunsch, diesen Satz zu vervollständigen. Ja. Soziale Gerechtigkeit bedeutet für mich, dass jeder in Deutschland dieselben Chancen hat. Vielen Dank. Theresa? Ja, ich muss einmal noch kurz Hallo sagen. Ja, natürlich. Etikette muss sein. Das habe ich in der Aufregung gerade ganz vergessen. Sehr gut. Und dann machen wir gleich weiter mit dem nächsten Kanzlerkandidaten. Und zwar Nicolas Klein-Zirbes. Er ist politisch aktiv bei den jungen Liberalen. Und was er so in seiner Freizeit macht, das erzählt er uns jetzt höchstpersönlich. Kommen Sie bitte auf die Bühne, Herr Klein-Zirbes. Hallo. Hallo. Hi. Kannst auch einmal der Jury Hallo sagen, wenn das alle machen, Hallo. Dann machen wir das jetzt auch. Hallo. 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 Ja, erzähl uns ein bisschen von dir. In dem Video, was wir gerade nicht sehen, aber vielleicht kommt das irgendwann noch, werden wir das vielleicht auch noch mal entdecken. Aber du studierst noch, ne? Du bist aber auf ziemlich vielen Hochzeiten gerade unterwegs, ne? Ja, also ich studiere dual und ich studiere nicht dual, ich habe ein Doppelstudium. Ich studiere Wirtschaftswissenschaft und Politikwissenschaft in Frankfurt und ich arbeite nebenbei noch für einen Landtagsabgeordneten. Und ja, ich freue mich jetzt hier dabei zu sein. Das Hobby, was man da gezeigt hätte, wäre Fußballspielen gewesen mit Freunden im Park in Frankfurt. Da hat man da zum Glück viele Möglichkeiten zu und ja. Wie bist du hier drauf aufmerksam geworden? Hast du es im Netz gefunden oder haben Freunde gesagt, Mensch, Nicolas, das ist genau das Richtige für dich? Also ich bin im Internet darauf aufmerksam geworden durch so eine Werbeanzeige bei Facebook und das ist dann auch ein Lob an die jungen Unternehmer, dass die anscheinend Digitalisierung schon ein bisschen begriffen haben, weil offensichtlich sie die Richtigen erreicht haben, die jetzt hier sind. Bei mir ist es so, ich habe früh angefangen, mich politisch zu interessieren, so mit 15 und habe dann alle meine Freunde nur noch eine Zeit lang damit voll geredet und habe dann den Spitznamen Bundeskanzler bekommen, den ich auch heute noch habe. Also wenn ich irgendwo auf eine Party gehe, kommt immer jemand besoffen aus der Küche raus und sagt, hey, Bundeskanzler. Und ich dachte, ja, das passt dann ja, hier das jetzt mal offiziell zu machen, hoffentlich. Ja, das klingt selbstbewusst und aber auch sympathisch. Dann wollen wir auch dir eine kleine Begrüßungs-Challenge stellen und ja, bitten einmal, euch ins Glas zu greifen. Das wäre in diesem Fall Flo, so, der den Satz verliest, den du bitte vervollständigst. So, zu vervollständigen ist folgender Satz. Der Zufall. Wenn ich Angela Merkel treffe, würde ich ihr sagen. Sag du doch mal mehr statt ich. Ich würde sie darauf auffordern, mehr zu reden und mehr zu kommunizieren und einfach nicht immer nur zu reagieren, wenn irgendeine Krise anfällt, sondern proaktiv mal Lösungsansätze zu bieten. Das würde ich ihr sagen. Vielen Dank, Nicolas. Du kannst dich auch schon mal hinsetzen. Jo, danke. Und wir wollen Christoph Zander nicht lange zappeln lassen. Er wartet jetzt auch auf seinen Auftritt und er hat sich auch redlich verdient. Applaus für Christoph Zander! Christoph, ja. Du mitten im Wahlkampf. Wie fühlt sich das an? Gut. Also es ist ein tolles Gefühl, wenn man
einen Wahlkampf mitgestalten kann, wenn man seine eigenen Punkte mit einbringen kann, wenn man unterstützen kann und dann am Ende hoffentlich im Wahlergebnis auch irgendwie in der 7. Nachkommastelle vielleicht seine eigene Leistung wieder entdeckt. Hast du zwischendurch mal gedacht, was habe ich mir hier aufgeholfen, was mache ich hier eigentlich? Das ist ja viel stressiger, als ich gedacht habe. Ja, tatsächlich. Also wir sind ja auch schon seit Oktober letzten Jahres dabei, das Ganze vorzubereiten und uns eben einzuspielen als Team. Und natürlich, wenn dann Klausurenphasen kommen oder man im Urlaub ist und eigentlich mal ein bisschen entspannen möchte, dann fragt man sich schon auch, wofür man das macht. Aber wenn man dann wieder mit den Jungs und Mädels zusammen ist und die Arbeit wieder vorwärts geht, dann ist man schon zufrieden. Du machst auch Politik bei den jungen Liberalen. Genau. Aber wir wollen auch mal wissen, wie ist so dein beruflicher Werdegang bislang? Mit was vertreibst du dir die Zeit? Also mein beruflicher Werdegang ist mit vielen Umwegen. Ich war mal bei der Bundeswehr, habe dann Abi gemacht, jetzt studiere ich. Und in meiner Freizeit, wenn ich gerade nicht studiere oder keinen Wahlkampf mache, dann gehe ich tatsächlich gerne mit meinem Hund im Wald Gassi. Das hätte man jetzt hier wunderschön gesehen. Ne? Ansonsten verbringe ich auch mal gerne die eine oder andere Stunde vom Computer zur Entspannung oder bin mit Freunden unterwegs. Wie heißt dein Hund? Lucy. Lucy, sehr schön. Dann wollen wir Lucy glücklich machen und natürlich Freunde und Familie auch und wollen eine letzte kleine Begrüßungs-Challenge auch für dich hier. Jawohl. Natürlich ausrollen. Ronja, dir gebührt die Ehre. Bitte vervollständige folgenden Satz. Eine freie Marktwirtschaft ist. Eine freie Marktwirtschaft ist weniger gut als eine soziale Marktwirtschaft. Sehr schön. Christoph, nimm Platz unter tobendem Applaus. Jawohl. Und natürlich sind wir auch live mit dem Netz verbunden. Alles andere geht ja auch gar nicht heutzutage. Und da frage ich zuerst noch mal Jude zu meiner Rechten im charmanten pinken Kleid. Was sagt die Online-Community? Die verfolgt uns natürlich. Genau, alle sind ganz gespannt und haben erstmal großen Respekt für die Kandidaten, dass sie hier durchgehalten haben, dass sie es bis ins Finale geschafft haben. Wir haben auch schon Fragen, die kann ich auch gerne mal vorlesen. Genau, jemand möchte wissen, wie sich die Kandidaten vorbereitet haben auf das Finale und ob sie jetzt hier in Berlin in einer Art Bootcamp gelebt haben zusammen oder wie man sich das vorstellen kann. Leg los. Ja, los, schieß los. Okay, also Bootcamp ist ein guter Begriff. Ich habe es ja vorhin erwähnt, ich war ja kurzzeitig bei der Bundeswehr. So schlimm war es nicht. Also es war stressig, wir hatten viel zu tun. Enge Zeitpläne, aber es war trotzdem so, dass man eigentlich keinen Punkt auch hätte auslassen wollen, weil es eben vom Inhalt her schon wichtig war. Und Vorbereitung aufs Finale ist tatsächlich schwierig, weil wir wenig bis gar nicht wissen, was eigentlich da auf uns zugekommen ist. So den groben Ablauf kennen wir, aber wir harren jetzt der Dinge, die da kommen. Ich habe gerade gehört, unsere Technik läuft wieder perfekt, deswegen können wir uns jetzt genüsslich nochmal Theresa angucken, live und in Farbe vom Bildschirm. Und da bitte ich doch einfach mal Mats abzusagen. Und hier Theresa in Bildern jetzt sehen zu können. Du musst es live synchronisieren, Theresa. Bist du darauf vorbereitet als Bundeskanzlerin? Hei, hei, hei. Also ich erzähle, dass ich mich für eine wertebasierte Politik einsetze. Das war in meinem ersten Video, in meiner ersten Challenge. Und dann sind wir an Maschsee gegangen. Das ist bei uns in Hannover ein schöner See mitten in der Stadt, wo ich sehr viel Zeit verbringe. Ich gucke verträumt in die Welt und genau sage dann, dass ich ja gerne am Maschsee Zeit verbringe, mit Freunden dort bin. Und jetzt muss ich mal weiter gucken. Genau, jetzt geht's. Und du siehst einfach fantastisch aus. Dankeschön. Genau, da mache ich noch ein paar Fotos. Ich habe in Hannover einen Instagram-Account über die Stadt Hannover und nutze natürlich jede Motive oder jede Möglichkeit aus, Motive zu machen. Und dann machen wir uns auch schon wieder auf den Weg. Wohin verrate ich noch nicht, das sehen wir nämlich gleich, in die Innenstadt von Hannover. Wir befinden uns in der Nähe vom Bahnhof und ich treffe mich mit meiner guten Freundin Katharina, die gerade ein paar nette Worte über mich sagt. Dann haben wir uns ein schönes Eis gekauft, das ist neuer Eisland, der so Eisblumen macht. Und das haben wir an einem sehr, sehr heißen Tag gegessen, was natürlich zur Folge hat, dass es sehr schnell verlaufen ist. Dann sind wir vor die Oper gegangen und haben ein paar Bilder gemacht. Weil Katharina fotografiert sehr gerne und ich stehe dann gerne mal vor der Kamera auch. Und ich sage, ich möchte Germany's Next Bundeskanzlerin werden, weil ich mich für eine wertebasierte Politik einsetze und auch die junge Generation weiter fördern möchte. Also das ist ja wohl ein Mega-Applaus wert, oder? Also
So, dann machen wir weiter mit unserer nächsten Challenge. Und zwar geht es jetzt darum, dass ihr erkennt, welches Zitat von wem stammt. Und da werde ich euch jetzt ein Zitat vorlesen und ihr könnt einfach mal überlegen, welche Antwortmöglichkeit gefragt ist. Und zwar wäre das dann A, B oder C. Ich verlese. Eine Kuh, die gute Milch gibt, muss man auch mal streicheln. Wer könnte das gesagt haben? Ist das A, Helmut Kohl, B, Gerhard Schröder oder C, Angela Merkel? A, B oder C, was meint ihr? Legt eure Karten, entscheidet euch, legt eure Karten vorne vor euch hin auf den Platz. Eine Kuh, die gute Milch gibt, muss man auch mal streicheln. Hat das Helmut Kohl, Gerhard Schröder oder Angela Merkel gesagt? Wählt euren Buchstaben aus und ich gehe mal hier an der Jury lang. Flo. Sie war immer mal, Moment. Nikolaus, ich frage dich später noch. Ich denke mal, du weißt sowieso schon alle Zitate. Flo natürlich auch, aber Flo frage ich trotzdem mal. Also bei so einem Zitat bist du da sofort. Das ist so eine auf Wirtschaft bezogene, leicht herablassende Metapher. Das ist so Gerhard Schröder-Style. Ja, liebe Kandidaten, was sagt ihr? Zeigt uns, was ihr gesagt habt und dann werde ich die Antwort verlesen. Dreimal A, zweimal B. Eine Kuh, die gute Milch gibt, die muss man auch mal streicheln. Gerhard Schröder hat das gesagt. Also B ist richtig und zwar im Kontext von Deutschlands Haushaltsdefiziten. Da wollte die EU Deutschland mahnen. Kanzler Schröder hat aber damals gemeint, das sei total ungerechtfertigt und unfair, weil ja Deutschland ansonsten großer Geldgeber der EU-Budgets sei und auch Antreiber der Wirtschaftsreformen. Glückwunsch an die B-Sager in diesem Fall. So, dann kommen wir zum nächsten Zitat. Und zwar, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Wer hat das gesagt? A. Helmut Kohl, B. Ludwig Erhard oder C. Willy Brandt? Was meint ihr? A, B oder C? Legt den Buchstaben dann verdeckt vor euch. Nikolaus, hast du eine Ahnung? Hast du eine leise Ahnung, wer das gesagt hat? Ich vermisse D. Yoda als Antwortoption. Und insofern bin ich etwas ratlos, gebe ich zu. Ronja, wie? Ich meine, dass das Zitat mir in jüngster Vergangenheit mal tatsächlich auch begegnet ist. Und nachdem unser Altbundeskanzler Helmut Kohl ja verstorben ist, würde ich jetzt mal auf ihn tippen. Die Lösung lautet, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Helmut Kohl hat das gesagt in seiner Bundestagsrede vom 1. Juni 95. Und zwar ging es da um die Geschichte der Vertreibung durch den Zweiten Weltkrieg. Lassen wir doch jetzt mal unsere Kandidaten aufdecken. Das wirklich gefeiert, sehr schön. D aufgeschrieben hätte. Glückwunsch an die Karten, die dreimal A gesagt haben. Ja, und das, ja, Applaus auf jeden Fall. Das Zitat der Let's Challenge, das lautet: Jeder hat seine Art zurückzuschlagen, schweigen kann's auch mal sein. Wer hat das wohl gesagt? War das A, Gerhard Schröder, B, Helmut Schmidt oder C, Angela Merkel? Kurz und scharf nachdenken, dann die Karten vor euch legen. Johanna? Musst du lang nachdenken oder weißt du sofort, würdest du sofort eine Antwort geben können? Ich glaube, das kann kein Mann gesagt haben. Flo? Es hört sich sehr nach Aussitzen an und wir haben ja jemanden, dessen Spezialität das ist. Keiner weiß, wer gemeint ist. Vielleicht unsere Kandidaten zeigt, wen habt ihr ausgewählt? Interessant. Ja, die richtige Antwort lautet natürlich Angela Merkel. Wer hätte das gedacht? So, und dann machen wir weiter mit der nächsten Challenge, die da lautet dafür oder dagegen. Das heißt, wir stellen euch ein Thema vor und ihr müsst euch überlegen, bin ich dafür, bin ich dagegen? Dann haltet ihr rot für dagegen hoch oder grün für dafür. Und dann wird auch unsere Jury ein bisschen bei euch nachhaken, denn wir wollen ja wissen, warum ihr dafür oder dagegen seid. Und da beginnen wir doch gleich mal mit
unserem ersten Thema, das ich in 2 Sekunden hier bei mir erscheinen sehe. Genau, so. Und zwar kommen wir zum ersten Thema, und zwar zum bedingungslosen Grundeinkommen. Seid ihr dafür oder seid ihr dagegen? Der Gedanke ist nicht neu. Schon in den 1940er Jahren wurde international die Idee eines bedingungslosen Einkommens besprochen. Aktuell wird auch in Deutschland kontrovers über das Thema diskutiert. Ein Grundeinkommen ist ein Gehalt, das jeder Bürger vom Staat ausgezahlt bekommt, unabhängig von seiner wirtschaftlichen Lage. Es soll die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und ohne Zwang zur Arbeit garantiert werden. Bedingungslos eben. Klingt erstmal gut, aber ist es das auch? Woher kommt das Geld dafür? Was meinst du? Bedingungsloses Grundeinkommen. Dafür oder dagegen? Ja, liebe Kandidaten, haltet mal eure Schilder hoch. Andreas, bei dir kann ich es gerade... Achso, dreh das Timer um. Sehr gut. Ja, das sieht ja recht bunt durchgewürfelt aus. Ist ein schöner Komplementärkontrast. Liebe Jury, Ronja, möchtest du gleich mal irgendwo nachhaken? Ja, Nikolas und Julius, ihr sagt ja, ihr seid dafür. Mich würde jetzt mal interessieren, wie stellt ihr euch denn dann vor, wie die Motivation sein könnte? Sag mir mal, eine Familie mit 2, 3 Kindern pro Person 1.000 Euro macht dann 4.000, 5.000 Euro. Wer hat dann noch Motivation zu arbeiten? Und wie sieht es auch mit anderen sozialen Leistungen aus? Werden die dann gestrichen, BAföG oder anderes? Also ich glaube, wir beide haben wahrscheinlich 2 verschiedene Argumentationsstrukturen, wie wir zu dem Punkt kommen. Und es sind ja ganz andere Standpunkte. Ich komme eher aus dem Effizienzkriterium heraus, dass ich sage, ich sehe das Problem, dass man Anreize damit manipuliert. Aber ich glaube, man kann damit sogar Geld sparen und den Haushalt sanieren, weil wir momentan einfach sehr hohe Kosten dafür haben, immer diese Sozialleistung einzeln zu berechnen und auszustellen und so weiter. Ich glaube, aus einer liberalen Effizienzsicht könnte es einfacher sein, einfach ein bedingungsloses Grundeinkommen zu akzeptieren. Und es ist vielleicht sogar auch für Kinder von eher wohlhabenden Familien gar nicht so schlecht, wenn sie nicht eben den Reichtum geerbt bekommen, sondern auf eigene Faust eine eigene Identität aufbauen müssen und eben da das Geld herkriegen. Könnt ihr andere soziale Leistungen, würdest du die dann streichen? Sind die dann obsolet? Natürlich gibt es Grenzfälle wie in Behinderung oder sowas, aber grundsätzlich ja vereinfachen. Könntet ihr eure Schilder weiterhin hochhalten, ob ihr dafür oder dagegen seid, dass wir so ganz, ja, oder leicht vor euch stellen, dass nicht, dass der Arm einschläft, aber dass unsere Jury mal sieht, wo würden sie gerne noch mal nachfragen. Also die Kandidaten gehören euch. Ich würde einen gerne, der dagegen ist, fragen, ob wir das in Wahrheit nicht schon haben mit Hartz IV. Ich würde einfach kurz, oder fang du gerne an, bitte. Ich finde die Kriterien an der, was Hartz IV geknüpft ist, zu hart. Das, man muss ja heutzutage, wenn man Hartz IV beantragt, irgendwelche Arbeiten eventuell machen, die man gar nicht machen möchte. Und warum ich jetzt gegen das bedingungslose Grundeinkommen bin, ich störe mich an dem Begriff bedingungslos. Ich würde es gerne an Bedingungen knüpfen, die aber weicher sind als unser heutiges Hartz-IV-System. Also zum Beispiel, wenn jemand im Fußballverein ehrenamtlich arbeitet, wenn er irgendwie mit Kindern nach der Schule arbeitet, wenn er solche Dinge tut, dann glaube ich, wäre ein Grundeinkommen gut. Aber deswegen der Begriff bedingungslos finde ich nicht gut. Es sollte nämlich an Bedingungen geknüpft sein. Bitte, Tirsa. Mach weiter. Ja, in Bezug auf Ihre Frage mit Hartz IV. Ich finde, Hartz IV ist ja ein Netz, was es ja schon von der Gesellschaft gibt, was sozial schwache und arbeitssuchende Menschen auffängt und oder auffangen sollte. Und bedingungsloses Grundeinkommen, also ich spreche mich nicht dafür aus, weil ich der Meinung bin, dass halt dadurch, wenn jeder eine bestimmte Summe immer bekommt, dass dadurch gar keine Anreize mehr geschafft werden, etwas zu tun, zu arbeiten, etwas zu gründen. Ich finde gerade, wenn man in den Bereich Existenzgründung geht, bedingungsloses Grundeinkommen wird ja auch oftmals in die Diskussion eingebettet, was ist mit Start-up-Förderung, also dass Leute, die ein Unternehmen gründen wollen, dieses bedingungslose Grundeinkommen bekommen, um dann überhaupt ihr Business erst entwickeln zu können. Ich finde, da könnte man für diesen Bereich spezielle Modelle einsetzen oder noch implementieren, die dieses fördern, aber für die Gesellschaft würde ich das nicht einführen. Ich würde jetzt auch ganz gerne noch kurz dazu Stellung beziehen, einmal nochmal zu Ihrer Frage, ist Hartz IV nicht schon praktisch dieses Grundeinkommen? Und also Hartz IV ist ein ziemlich, in meinen Augen, dummes System, das in ganz vielen Bereichen auch eben diese für mich persönlich sehr wichtigen Leistungsanreize rausnimmt. Und ich habe gegen das bedingungslose Grundeinkommen gestimmt,
weil mir diese Bedingungslosigkeit nicht gefällt und eben die Tatsache, dass der Betrag immer derselbe bleibt. Wenn ich Millionär bin, bekomme ich genauso viel wie ein ehemaliger Hartz-IV-Empfänger. Und ich finde, es muss der Leistungsanreiz immer da sein. Wenn ich arbeiten gehe, habe ich immer mehr Geld in der Tasche und mein Grundeinkommen wird ein bisschen weniger. Ne? Also, dass immer ein Leistungsanreiz da ist und es sich immer lohnt, arbeiten zu gehen. Deswegen habe ich gegen dieses bedingungslose Grundeinkommen gestimmt und bin eigentlich doch dafür, nur in einer anderen Variante. Wir haben jetzt auch ein bisschen Zeitpuffer. Julius wollte auch noch mal. Ja, genau, weil wir hatten ja eben, dass wir zwei verschiedene Ansätze haben. Mein Ansatz ist wirklich ein anderer. Ich finde seinen Punkt sehr gut und damit stimme ich auch zum Großteil überein. Aber das Wort Beruf kommt vom Wort Berufung. Und ich glaube, man braucht einfach andere Ansätze als nur das reine Geld. Ich glaube, also ich war ja Rettungssanitäter vorher. Und ich glaube, viele Leute schreckt ab, Rettungssanitäter zu werden, weil sie wissen, dass es schlecht bezahlt ist. Und deswegen bin ich dafür. Was würde das Grundeinkommen an der schlechten Bezahlung von Rettungssanitätern ändern? Naja, ganz einfach. Das Grundeinkommen ändert insofern schon mal das Erste, dass er weiß, ich habe am Ende des Monats genug Geld und ich kann das machen, was mir Spaß macht. Natürlich würde der noch on top was extra verdienen. Das Grundeinkommen ist ja nur die Basis. Aber es ist ja teilweise so schlecht bezahlt, dass die Leute einfach keine Lust mehr haben, diesen Beruf auszuführen. Aber dann hat der Nebenmann immer noch mehr Geld, ne? Dann ist der andere Job immer noch besser bezahlt, weil das bekommen ja alle. Richtig. Ich bekomme 500 mehr und du auch und dann verdiene ich immer noch besser als du, wenn ich einen besser bezahlten Job habe. Also man löst das Problem nicht. Aber das Unverhältnis wird dadurch ausgeglichen. Nee, es wird nur verschoben, ne? Also es wird ja, weil es bekommt ja jeder und dadurch wird ja das Unverhältnis nur weiter nach oben verschoben. Was ist denn dann deiner Ansicht nach oder was die Gefahr davor, dass die Motivation überhaupt zu arbeiten wegfiele? Was ist denn darauf da deine Antwort? Also erstens glaube ich einfach nicht, dass jemand wirklich freiwillig 24/7 zu Hause rumsitzt und gar nichts macht. Weil das ist so langweilig, hat keiner Bock drauf, ehrlich. Und ich glaube, dass man Innovation dadurch fördern kann, dass es eben ein bedingungsloses Grundeinkommen kann, weil derjenige kann sich dann den ganzen Tag Gedanken machen, okay, hör mal, das ist wirklich ein Problem, damit möchte ich mich beschäftigen, vielleicht ein Unternehmen gründen und hier was verändern. Und das geht nur, wenn man auch die nötigen 2,50 € in der Tasche hat, um das Ganze auch umzusetzen. Bevor wir jetzt zu unserem nächsten Thema bei Dafür und Dagegen kommen, Andreas, du auch noch mal zwei Worte dazu oder wollen wir zum nächsten Thema, vielleicht habt ihr da auch noch ordentlich was zu diskutieren. Nee, haben eigentlich alles gesagt. Gut, dann geht es jetzt um das Renteneintrittsalter. Seid ihr dafür oder seid ihr dagegen? Überlegt es euch. Gut. Ja, da ist ja noch nichts zu sagen. Koppeln oder es sollte schon eins geben, ein Renteneintrittsalter. Ja, ja. Wann? Unabhängig. Dazu sollte jetzt der Film eigentlich eingespielt werden, der hoffentlich jetzt kommt. Die Deutschen werden im Durchschnitt immer älter. Das sind erst einmal gute Nachrichten. Während die Lebenserwartung weiter steigt, bleibt das Renteneintrittsalter gleich. Obwohl wir also immer länger leben, müssen wir nicht länger arbeiten. Für den Einzelnen eigentlich eine gute Sache, aber mit der steigenden Lebenserwartung muss den Rentnern immer länger die Rente gezahlt werden. Woher kommt das Geld dafür? Überwiegend von der jungen Generation, die von ihrem Arbeitseinkommen immer mehr an die Rentenkasse abgeben muss. Einige Parteien plädieren daher dafür, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu knüpfen. Andere sind strikt dagegen. Was meinst du? Dafür oder dagegen? Liebe Kandidaten, dafür oder dagegen? Rot oder grün ist jetzt hier die Frage. Geht in euch. Ich kann derweil schon mal Johanna fragen. Du als junge Unternehmerin, wie stehst du zum Renteneintrittsalter? Also ich bin ganz klar für eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung. Wenn wir länger leben, dann können wir auch gerne mehr Jahre in der Rente verbringen. Aber die Jahre in der Rente, die zusätzlichen, die kosten natürlich auch mehr und irgendwie muss es ja auch erwirtschaftet werden, dieses Mehr an Geld, das benötigt wird in den zusätzlichen Rentenjahren. Und ich finde das deshalb nur logisch, dass man dann auch ein bisschen länger arbeitet. Bei wem würdest du dann hier gerne nochmal nachhaken? Haltet bitte eure Schilder hoch. Ja, dann... Andreas, entscheide dich jetzt. Ja, Andreas, welcher Konflikt ging gerade in deinem Kopf vor, als du geschwankt hast zwischen dafür und dagegen? Nicht gut informiert genug, um darüber eine Entscheidung zu treffen. Ja. Also ich habe nicht genug Informationen, um jetzt wirklich zu sagen, ob das jetzt eine gute Maßnahme ist oder nicht. Ich weiß aus dem Kopf nicht die Zahlen, ich weiß aus dem Kopf nicht... Ich kann mich nicht gut beschreiben, deswegen im Zweifel dagegen. Also,
Flo. Mich würde bei den Leuten, die dafür gestimmt haben, tatsächlich interessieren, wie das in euren Augen aussieht. Ist es bei euch tatsächlich so ein Ding, weil wir immer älter werden, statistisch müssen wir auch immer länger arbeiten? Mhm. Oder wie viel Platz ist da für individuelle Entscheidungen? Denn sozial wäre für mich, das nicht an unsere Lebenserwartung zu koppeln, sondern eben, du nickst gerade schon so schön. Ja. Also, die Sache ist, unser Rentensystem funktioniert über einen Generationenvertrag. Und da können wir nicht ausblenden, wie die demografische Entwicklung ist, dass wir immer weniger Kinder und damit weniger Einzahler haben. Das heißt, es ist einfach die Notwendigkeit, wenn wir diesen Generationsvertrag aufrechterhalten wollen, eben leichte Modifikationen vorzunehmen. Und da eben die Möglichkeit besteht, da die medizinische Versorgung besser wird und wir alle länger arbeiten, ist die einfachste und wahrscheinlich auch gerechteste Variante, einfach das ans Renteneintrittsalter zu koppeln. Okay, aber das heißt im Umkehrschluss ja auch, dass, sagen wir mal, wir steuern jetzt die Rente mit 73 an, dass einem, sagen wir, er wird beispielsweise arbeitsunfähig oder sagen wir, er ist einfach physisch gar nicht mehr in der Lage, so lange zu arbeiten, weil er beispielsweise einen Job nicht irgendwo als Beamter oder als Lehrer hat, sondern irgendwo in der Industrie, dass ihm etlich viele mehr Jahre mehr zum Renteneintrittsalter fehlen. Wie fängt man das ab? Also ich glaube, das ist gar nicht der Regelfall, wenn es ums Renteneintrittsalter geht, sondern geht es um Berufsunfähigkeit und das hat ganz andere Regelungen. Also überlässt man das wieder dem individuellen Einzelnen, ja, klar, sich dazu versichern. Tendenz, also der Generationenvertrag ist sozusagen eben dieser kollektive Sockel, auf dem das steht. Grundsätzlich, das weiß ich, die Frage, bin ich aber stark dafür, eben das mehr zu individualisieren, dass die Leute mehr eben selber vorsorgen können, weil es jetzt einfach ein Spiel auf Zeit ist, weil keiner weiß, wie die demografische Entwicklung ist und es im Endeffekt sehr asozial sein kann, auch wenn es kurz jetzt ein bisschen nach warmer Dusche wirkt für viele alte Menschen. Ich würde gerne von jemandem wissen, der dafür war, aber sich vorstellen kann, dass eine 70-jährige Pflegerin einen 80-Jährigen pflegt. Nein, also ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich finde auch, wie Florian eben auch gerade angesprochen hat, es gibt bestimmte Branchen und Bereiche, wo man nicht ein Leben lang drin arbeiten kann. Sei es meiner Meinung nach auch in der Pflege, sei es im Handwerk oder sei es auch in Schichtarbeiten. Und deswegen sollte es Modelle geben, die flexibel sind und es sollte aber auch Modelle geben, die berufsunfähige Leute auffangen und in andere Berufe wieder eingliedern, die sie dann noch bis zum Ende sozusagen ihrer Arbeitszeit machen können. Bis ans Ende ihrer Tage. Ich habe die Frage, ehrlich gesagt, ganz anders verstanden, also auch die Fragestellung anders verstanden. Mein Großvater, der war Chefarzt in einer Klinik und dann war das so, als er dann irgendwann in Anführungszeichen zu alt war, dann wurde verjüngt. Ja? Und es gibt aber solche Menschen, die gerne noch weiterarbeiten möchten, die gibt es wirklich. Und ich kenne auch viele Lehrer in meiner Schule, die gerne noch weitergearbeitet hätten, wo aber dann gesagt hat, nee, jetzt ist finito. Und ich möchte diesen Leuten die Möglichkeit beibehalten, dass sie das auch machen können. Und wenn wir älter werden, also viele haben auch vielleicht keinen Bock, Rentner zu sein. Viele wollen auch einfach weitermachen. Möchtet ihr nochmal nachhaken oder wollen wir zur nächsten Runde kommen? Oder brennen euch noch ein paar Fragen? Nee? Gut. Oder, liebe Kandidaten, wenn ihr euch noch äußern möchtet zu einer Position, sonst gehen wir rüber zum nächsten Thema und freuen uns auf den nächsten Einspieler, der kommt zu TTIP. Dafür oder dagegen? Es gibt wohl nur wenige Abkommen, die bereits vor Inkrafttreten so heiß diskutiert wurden wie das transatlantische Freihandelsabkommen, kurz TTIP. Ob der geplante Vertrag zwischen der Europäischen Union und den USA jemals in Kraft treten wird, ist fraglich. Aber worum geht es bei TTIP überhaupt? Ziel des Abkommens ist es, die Zölle komplett abzuschaffen, um Verbraucher und Unternehmen auf beiden Seiten zu entlasten. Außerdem sollen Regulierungen und Hürden für Investitionen abgebaut werden. Damit würde das Abkommen für Deutschland doch viele Vorteile bringen, oder nicht? Was ist deine Meinung zu TTIP? Dafür oder dagegen? Ja, liebe Kandidaten, wie sieht's aus? Zweimal rot, dreimal grün. Jury, stürzt euch auf unsere Kandidaten. Quetscht sie aus, wir wollen alles wissen. Julius, du warst am entschlossensten, du hattest sofort das Schild da stehen. Ja. Dann leg doch mal los, warum bist du gegen TTIP? Ich bin gegen TTIP, weil die Angleichung des amerikanischen Marktes und dem deutschen Markt einfach noch nicht so gegeben ist. Und ich sehe einen großen Nachteil bei uns eventuell. Das werde ich auch begründen. Und zwar bei den Amerikanern gilt das Nachsorgeprinzip und bei uns gilt das Vorsorgeprinzip. Was heißt das? Das heißt, wenn ein Produkt auf den Markt kommt,
egal wie schlecht es ist, es kommt erstmal auf den Markt bei den Amerikanern. Bei den Deutschen ist das nicht so. Und ich sehe da eine große Gefahr, wenn das so wäre. Außerdem sind bei den Amerikanern sehr viele mehr Stoffe nicht verboten, die bei uns aber verboten sind. Und durch dieses Freihandelsabkommen sehe ich eine große Gefahr für die Gesundheit und auch für die Umwelt. Vor allem, klar, viele sagen, reduzieren das immer auf Monsanto, aber ich möchte das nicht nur darauf reduzieren. Es gibt viele mehr Faktoren, die dazu führen können, dass ich dagegen bin. Aber die Produkte werden ja in jedem Fall eingeführt. Wir reden ja nur über die Frage, ob sie mit Zoll oder ohne Zoll eingeführt werden. Ja, ich glaube, da gibt es schon noch andere Hemmnisse. Also dein Problem löst die Frage Zölle oder nicht Zölle, adressiert dein Problem ja gar nicht mit dem Vertrag. Also, darf ich noch darauf antworten? Entschuldigung. Ja, klar. Also ich glaube, die Frage Zölle oder Nicht-Zölle macht schon noch ein großes Hemmnis aus und macht auch schon noch einen großen Preisunterschied eventuell aus, der den einen oder anderen, den es nicht wirklich interessiert, vielleicht doch davon abhält, ein Produkt zu kaufen oder nicht, weil es teurer ist. Dürfte ich auch noch kurz argumentieren? Ich mache es kurz, ich vertraue den Amerikanern nicht. Also überhaupt nicht. Und deswegen will ich auch mit Ihnen keine Freihandelsabkommen abschließen. Oha. Da würde ich aber da würde ich gerne den amerikanischen Präsidenten nicht. Vielleicht ja, so genauer zu muss definieren. Doch nicht. Da, muss doch nicht. Darf ich ja nochmal nachhaken, geht um Wirtschaft. Weil es wurde ja schon vorher verhandelt, also lange vor Trump. Deswegen würde ich das mal vielleicht ein bisschen zur Seite schieben. Aber heißt es dann generell, mit wem könnten wir denn Freihandelsabkommen abschließen? Oder sagst du, du bist ganz generell dagegen? Der Ökonom in mir sagt natürlich, Freihandelsabkommen sind eine sehr gute Sache für die Wirtschaft, natürlich. Aber ich glaube, wir müssen uns in der Zukunft Gedanken machen, mit wem wir wirklich Handel betreiben, welche Werte die haben. Und dass wir nicht mit jedem Handel betreiben, auch wenn es diktatorische Staaten etc. sind. Dass wir da mal Grenzen ziehen und uns mal genau überlegen, mit wem wir da Deals eigentlich abschließen. Dass es mal sowas wie so eine moralische Regel gibt, dass man nicht einfach nur immer ans Geld denkt, sondern auch einfach, wem helfen wir da eigentlich mit dem Handel? Also da würde ich jetzt mal als Kandidat, der genau das Gegenteil hier gerade gesagt hat, widersprechen, weil ich mir die Frage stelle, ob du gerade sagen willst, dass die USA irgendwie näher eines diktatorischen Regimes steht. Und ich glaube, es geht auch gar nicht darum, wie wir zu politischen Systemen erstmal stehen. Habe ich gesagt. Ja, was ist das für eine Aussage? Du vertraust die nicht. Du Donald Trump? Ich vertraue Donald Trump nicht, aber es geht hier nicht um Donald Trump, es geht hier um Wirtschaft, es geht hier um ganz normale Leute, die arbeiten gehen und Produkte herstellen. Also Moral und sowas gibt es nicht, sondern nur Geld. Das habe ich nicht gesagt, du unterstellst mir gerade etwas und zwar ziemlich peinlich, aber die Sache ist die. Geht in beide Richtungen. Es geht darum, du argumentierst hier sehr viel mit Moral und Wohlstand und dass es um unsere Gesundheit geht und sowas. Aber ich habe nichts von Gesundheit gesagt. Ja, es geht aber... Ihr müsst euch mal gegenseitig ausreden lassen, sonst wird das nämlich nichts mehr. Genau, ich möchte sagen, okay, dann fangen wir so an. Du sagst, du hast Sorge vor Donald Trump, berechtigt. Das beste Mittel gegen übergriffige Regierungen war immer und gegen Abschottung im Übrigen Freihandel. Das heißt, wenn du die Macht von Donald Trump wirklich beschränken willst, solltest du dich klar für TTIP positionieren. Ich würde da jetzt einfach dazwischen grätschen und auch noch mal kurz erklären, warum da bei mir das grüne Schild steht. Und zwar, ich habe mit TTIP schon auch meine Probleme, vor allem diese Intransparenz, dass man da eben wenig erfährt. Und ich frage mich, wo da die Rechtfertigung für liegt. Aber grundsätzlich finde ich Freihandelsabkommen gut und wichtig. Man muss bloß, und das sage ich jetzt auch ganz deutlich, halt eben aufpassen, dass man halt keinen verarscht oder verarscht wird. Also man sollte schon so frei handeln, dass beide Seiten profitieren und dass man nicht beispielsweise mit seinen Produkten andere Märkte zerstört. Also die Möglichkeit besteht ja. Also grundsätzlich bin ich für Freihandelsabkommen, solange sie eben transparent sind und einen tatsächlichen Mehrwert schaffen. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich auch das Schild sofort austauschen. Ja, und um auch noch mal einen Schritt zurückzugehen. Ich meine, unsere ganze, die Welt, wie wir leben, ist globaler geworden. Und deswegen werden auch mehr Produkte und Güter aus Amerika in die Europäische Union importiert oder beziehungsweise exportiert. Und da ist es einfach wichtig, dass man auch diesen Zusammenschluss hat und dass es dort Freihandelsabkommen gibt. Wie es dann im Endeffekt ausgeführt wird und welche Reglementierung es dann gibt. Natürlich sehe ich auch dort Bedenken, wie es auch die Medienberichterstattung dargestellt hat. Aber ich finde darüber, das sind Dinge, über die müsste man reden, wenn es ein Freihandelsabkommen dann auch wirklich gibt. Darf ich nur eine Frage Natürlich, stellen? Wir haben Zeit. Nikolaus, lass dir anders? Zeit, du kannst 5 Fragen stellen. Toll. Ich möchte gerne von denen, die dafür waren, wissen, was sie denen sagen würden, die im großen Spiel der Globalisierung, nichts anderes ist TTIP, zu den Verlierern gehören. Globalisierung, glaube ich zumindest, erzeugt mehr Gewinner als Verlierer, ja, aber es erzeugt halt auch Verlierer. Und das sind mutmaßlich die Leute, die auch euch wählen sollen, wenn es mal ernst, wenn es richtig ernst wird, in Sachen Bundeskanzleramt. Also was sagt ihr denen, die mit Recht befürchten, dass sie zu den Verlierern gehören werden?
Darf ich anfangen? Da würde ich sagen, bitte, dass das natürlich schade ist. Natürlich, niemand will, dass Leute schlecht dastehen. Ist klar. Ja, aber trotzdem muss man sich überlegen, ob eine Maßnahme was bringt oder nicht. Und ich denke, ein Freihandelsabkommen mit den USA würde etwas bringen. Und ich glaube, es bringt auch nichts, auf Zeit zu spielen und so tun, als würde es nicht Globalisierungstendenzen geben wie Digitalisierung, die im Ende eh dazu führen, dass wir Handel treiben und irgendwie versucht, den Leuten da eine Wahrheit zu verkaufen, die gar nicht stimmt und dann verhindert, dass sie sich eigentlich anpassen können und umschulen können. Und deswegen glaube ich, man sollte da die Wahrheit eben vor den Komfort stellen und sagen, hey, wir sind fair zu euch, wir geben euch eben die Möglichkeit, orientiert euch um. Es bringt nicht mit Subventionen irgendwie noch 2-3 Jahre länger irgendwelche Wirtschaftszweige, die eventuell eh auf dem absteigenden Ast sind, ja, so irgendwie mit so eiserner Lunge noch am Leben zu halten. Nein. Auch der soziale Gedanke, also wenn es Verlierer gibt, dann haben sie ja trotzdem ihren Teil dazu beigetragen, dass wir als Gesellschaft diesen Wohlstand haben. Ja, finde ich nicht lustig, also ist tatsächlich ernst. Ne? Ja, und solchen Leuten, das ist korrekt, das bringt ihnen erstmal noch nichts, aber würdest du mich ausreden lassen, dann würdest du erkennen, dass ich nämlich schon den Staat als oder dann in der Verantwortung sehe, solche Leute dann eben auch ranzuführen durch Maßnahmen. Ja. Ja, ich meine, Nico hat ein sehr, sehr freies Verständnis angesprochen und ich würde aber auch damit argumentieren, dass es um Verantwortung geht, dass man auch sich darum kümmert, dass man die Verlierer, die es gibt, dass man auch versucht, die in gewisser Weise nicht komplett verlieren zu lassen, sondern auch versucht, bestimmte Wirtschaftszweige, Länder und so weiter auch zu unterstützen. Flo, Ronja, habt ihr auch noch mal Nachfragen? Oder ja, das Thema Intransparenz ist zwar schon angesprochen worden, weil es gerade heißt, man muss den Leuten die Angst nehmen, was natürlich in der Art und Weise, wie TTIP bisher verhandelt wurde, absolut nicht möglich ist. Die Frage, die sich mir allerdings stellt, ist an alle beispielsweise oder auch ganz offen gestellt ist, bei TTIP geht es ja in erster Linie eben um das Wegfallen von Zöllen, allerdings eben auch in zweiter Linie eben um beispielsweise das Streiten vor Schiedsgerichten um die Möglichkeit verschiedener Konzerne gegen Deutschland beispielsweise zu klagen, wenn man sich beispielsweise dem Nachsorgeprinzip oder eben aber auch der Einfuhr eines bestimmten Produktes nicht beugt. Und das ist halt eine Sache, die mich ganz persönlich daran hindert, dafür zu sein. Also ich tue mir bei dem Gedanken auch schwer, weil irgendwie so Schiedsgerichte so in meinem Rechtsverständnis gar keinen richtigen Platz haben. Ich kann das nicht richtig einordnen und dann fühlt man sich durchaus auch bedroht durch das Ganze, ne? Weil, also es fühlt sich dann immer so ein bisschen an, als würde man verlieren und ich kann das eben auch tatsächlich nicht einschätzen. Der Punkt ist, wäre es transparent, dann würde man uns genau erklären, wie sowas läuft, ne? Dann könnte man fair sagen, okay, das ist gut oder nein, das wird nicht passieren. Weil das nicht passiert, kann ich es jetzt auch wirklich nicht beurteilen. Aber wie gesagt, ich habe ja vorhin schon auch kurz deutlich gemacht, dass das ja eher für den allgemeinen Freihandel war. Andreas, du wolltest was sagen? Ich denke, dass es ein ganz großer Vorteil für die großen Unternehmen ist, wenn das so gemacht wird. Und dass die den Schaden davon haben werden, die klein sind und sich vielleicht nicht diese Klagen leisten können. Und die sich dann am Wettbewerb durchsetzen werden und die Großen die Kleinen schlucken werden. Und deswegen kann man das eigentlich auch nicht befürworten. Julius? Darf ich noch darauf antworten? Wir hatten hier einen sehr guten Vortrag vom Herrn von der Hagen, der gesagt hatte, es ist wichtig, dass es immer Wettbewerb gibt. Und ich halte es für wirklich, wirklich riskant, wenn man mal sieht, wie Monsanto in den Vereinigten Staaten mit den Farmern und diesen ganzen Patenten und den ganzen Klagen umgegangen ist, für unseren Wettbewerb, dass diese Vielfalt, die es hier gibt in dem Land, auch gerade mit den ganzen Food-Startups und Startup-Unternehmen, kaputt geht. Und ich glaube, das würde der Innovation, so wie es jetzt aktuell ist, nicht wirklich dienlich sein. Deswegen bin ich dagegen. Ronja, hast du auch noch mal eine Nachfrage? Vielleicht noch einen Schritt weitergehend, weil wir ist ja, sage ich mal, auch Handel und Export und wir sind ja auch starkes Exportland. Jetzt gibt es aus der Europäischen Union da immer wieder dran Kritik, ohne meine eigene Meinung da jetzt einfließen zu lassen zu wollen. Aber was denn eure Meinung? Sollen wir mehr exportieren? Sollen wir, oder ist die Kritik schon berechtigt, dass wir zu viel exportieren? Ich denke, so die beste Lösung wäre eigentlich, wenn mal die Reallöhne ein bisschen steigen würden. Das würde die Lohnstückkosten verändern und dadurch würden wir weniger exportieren, weil eben unsere Preise höher werden. Man sieht in Deutschland, dass die Menschen immer produktiver werden. Man sieht aber auch im gleichen Maßen, dass der Lohn nicht so stark gestiegen ist. Und da müsste eigentlich ein bisschen hinterher sein. Ich sage jetzt nicht mal viel, aber mal so Stück für Stück für Stück. So ganz langsam, ganz behutsam, damit die Wirtschaft auch hinterherkommt. Jana? Ich hätte auch noch eine Nachfrage an Andreas. Du meintest, Schiedsgerichte würden
kleine Unternehmen schlechter stellen als große Unternehmen. Inwiefern würde denn die Alternative zu Schiedsgerichten kleine Unternehmen besser stellen? Ach, ich weiß nicht, das müsste irgendwie ein bisschen demokratischer und unabhängiger organisiert sein, ein bisschen transparenter, dass wirklich, egal wie klein das Unternehmen ist, jeder die reelle Chance hat, gegen auch einen größeren zu klagen, wenn er auf dem Markt benachteiligt wird. Und irgendwie bei den Schiedsgerichten, wie sie bei TTIP konzipiert waren, war ich mir da nicht so sicher, ob das wirklich der Fall sein wird. Dann sind wir mit TTIP durch, oder? Würde ich auch sagen. Vielen Dank für die reichhaltigen Antworten und die Einblicke, die wir bekommen durften. Und ihr wart jetzt ja die letzten drei Tage unterwegs im Kanzlercamp. Da gab es einiges an Schulungen und interessanten Sachen, die ihr erlebt habt. Von einem Termin zum anderen seid ihr gerannt. Und da wollen wir gerne jetzt mal gemeinschaftlich reinschauen, was ihr da erlebt habt. Germany's Next Bundeskanzler, das Kanzlercamp. Wir sind die Kandidaten von Germany's Next Bundeskanzler. Also gestern sind wir gegen Mittag in Berlin alle angekommen, haben uns erstmal getroffen, kennengelernt. Im Zug habe ich Theresa getroffen und wir sind dann gemeinsam hier reingefahren, als sie in Hannover zugestiegen ist. Und sind dann zu den jungen Unternehmern gefahren und dann gab es ein vierstündiges Rhetoriktraining. Mit Herrn Ehlers, der zu den besten Rhetoriktrainern in Deutschland zählt. Und das war auf jeden Fall sehr lehrreich und ich glaube, schon heute vor der Kamera merkt man, dass man besser spricht als gestern, einfach durch dieses kurze Training. Ja, am Abend schick essen, auf dem Dach vom Bundestag, habe ich auch noch nicht gemacht. Also ja, war alles cool. Doch wenn es einen Zusammenhang zwischen der globalen Erwärmung und Umweltkatastrophen wie diesen gibt. Fremder Politiker, weil er setzt sich für seine Dinge ein. Mehr Werte, weniger Konformität. Ich finde auch, gerade so im Parteienleben ist es so, dass alles immer so strikt ist und deswegen haben die jungen Leute auch manchmal gar keine Motivation oder gar keine Lust, wählen zu gehen. Wenn Sie den politischen Diskurs, wenn ihr den verfolgt habt in den letzten Monaten und Jahren, dann habt ihr vor allem eins gesehen, wenig. Es geht nur um die Süden in die Hand nehmen. Und deswegen ist es vor allem wichtig, auch gerade im Bereich der Bildung einiges anzustoßen. What will happen with the euros you will give to your children one day? I'm not sure what will happen. Ja, wunderbar. Große Aktion. Stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor, sich einfach vor das Brandenburger Tor dann auch noch gleich zu stellen und eine Rede zu schwingen. Aber ihr hattet Zuschauer und ihr habt es hinbekommen. Von daher Respekt auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu unserem Kanzlerduell, denn wir wollen ja auch zum Finale hinschreiten. Und das heißt, ihr tretet nacheinander zu mir vorne ans Pult, habt 60 Sekunden Zeit für eure Vision für Deutschland. Und dann ist es an eurem, die Jury zu überzeugen. Wenn ihr die 60 Sekunden durch habt, ich werde dann auch wirklich euch danach unterbrechen, dann nicht böse sein, ja. Dann dürfen die zwei Kollegen, die jeweils zu eurer Linken sitzen und zu unserer Rechten, nochmal eine Nachfrage stellen. Und dann kommt auch aus der Jury noch eine Nachfrage. Und so spielen wir das Spielchen durch und freuen uns richtig drauf, was ihr für uns vorbereitet habt. Andreas, du machst den Anfang. Komm bitte nach vorne. Applaus für Andreas. Deine Vision für Deutschland, 60 Sekunden ab jetzt. Bitte schön. Ich glaube an die junge Generation. Ich glaube an uns Europäer. Es wird der Tag kommen, an dem wir uns alle entscheiden müssen. Die Frage wird sein, wollen wir die Vereinigten Staaten von Europa oder wollen wir sie nicht? Dieser Punkt in der Geschichte wird nicht nur wichtig für uns Europäer sein, er wird wichtig für die Menschheit sein. Ganz cool bleiben. Tut mir leid, ich habe gerade einen Blackout. Können wir einen anderen vornehmen? Ja, können wir. Ja, machen wir klar. Setz dich nochmal hin. Leute. Nee, wir reihen dich nochmal hin dran. Setz dich entspannt hin, Andreas. Du kommst gleich nochmal dran. Ist alles gut. Julius, du kannst nach vorne gehen. Entspann, ich trinke mal einen Schluck Wasser. Und
während der Julius jetzt hier sich abstrampelt mit seinen 60 Sekunden und leisten muss, dass du dich erstmal entspannst. Also Julius, deine 60 Sekunden, jetzt deine Vision für Deutschland. Ja, manchmal ist es warm, manchmal regnet es, das nennt man Wetter. Nur Hurricane Harvey hat leider Herr Donald Trump gerade bewiesen, dass das nicht ganz so ist. Um die Energiewende erfolgreich zu meistern, braucht man drei Maßnahmen, in meinen Augen. Zum einen die Erforschung von Speicherungsmedien, denn es bringt uns nichts, so viel Energie wie möglich zu produzieren, wenn wir nichts davon behalten können. Zweitens Ausbau der Netze und vor allem der Smart Grids, die ein Wechselspiel zwischen den fossilen Energien und den erneuerbaren Energien ermöglichen. Und das brauchen wir für die Energiewende. Und last but not least braucht es die Verbindlichkeit der Politik gegenüber der Klimaschutzziele, um das Ganze zu erreichen. Mein Name ist Julius Freund und ich werde die Energiewende hier in Deutschland erfolgreich umsetzen. Vielen Dank, Julius. Das war right on time. Oh. Bleib bitte noch vorne, denn Theresa darf die erste Nachfrage stellen. Ja, ich finde deine Ziele und deine Argumentation ist berechtigt. Das ist ein gutes Thema. Aber ich frage mich gerade jetzt auch in dem Kontext für Germany's Next Bundeskanzler. Die Aufgabe eines Bundeskanzlers ist es ja auch global zu denken und, sage ich mal, Nischenthemen gar nicht mal so stark ins Detail zu kennen, sondern einfach so das ganze Übergeordnete zu koordinieren. Möchtest du dazu einfach noch mal ein paar Sätze sagen oder wie stellst du dir das vor? Wie würde das bei dir aussehen? Weil ich meine, Umweltpolitik ist ja schon wirklich sehr speziell. Was? Vielen Dank für die Frage. Könnte mir kaum willkommener sein, ehrlich gesagt. Es gibt kein globaleres Thema als die globale Erwärmung. 30 Sekunden Zeit hast du für deine Antwort. Ach so, okay. Und es ist wichtig, dass jedes Land, egal wie groß das Puzzleteil ist, ein Teil des großen Puzzles ist und mitmacht. Und deswegen fordere ich auch Donald Trump auf, mitzumachen. Kann nicht sein, dass er sich da raushält. Also dementsprechend, das ist kein Nischenthema, das betrifft uns alle. Vielen Dank. Nikolas, auch deine Nachfrage nochmal an deinen Kontrahenten. Ja, genau. Du willst hier Germany's Next Bundeskanzler werden für die junge Generation, dass das Thema eben Nischenthema ist, hast du ja gerade schon angesprochen. Aber es gibt ja auch verschiedene Formen der Generationengerechtigkeit. Du hast recht mit der umweltbezogenen Generationengerechtigkeit, das stimmt, aber es gibt auch so etwas wie eine Schulden- und finanzielle Generationengerechtigkeit. Und wenn wir jetzt zurückschauen, ist die Energiewende bisher ein sehr teures Unterfangen gewesen mit sehr wenig Änderungen. Und ich habe von dir jetzt nicht wahrgenommen, dass du an den Knackpunkten, die wichtig sind, wie beispielsweise der Zertifikatehandel auf europäischer Ebene, der dem Ganzen eine faktische Obergrenze setzt, was ändern willst. Wie glaubst du denn, dass du eben glaubwürdig für die junge Generation sprechen kannst, wenn du dieses Feld komplett ausblendest? Okay, ich wiederhole nochmal kurz die Frage. Und zwar zum Ersten hast du gesagt, dass der Zertifikatehandel für dich der wichtigste Punkt ist in der Energiewende. Ist Nein, das richtig? Ich hab gesagt, dass wir eine deutsche Lösung in einem europäischen System haben, die sich gegenseitig letztendlich aushebeln. Das, weil es dazu führt, dass jede Tonne Energie, die wir einsparen, sauber eben einfach woanders gebraucht wird in Europa. Und das ist ein Nullsummenspiel am Ende. Und ich habe von dir bisher noch nicht einmal diesen Punkt gehört, was du denn konkret für einen Lösungsansatz hast. Und dann, wie du als Sprecher der jungen Generation dieses gesamte finanzielle Thema, das ja ein Milliardengrab bisher ist, lösen willst. Okay, also zum Ersten, es gibt einen Pariser Vertrag, der alle Länder übrigens einbezieht, daran teilzunehmen. Dementsprechend ist es kein deutsches Thema, sondern es ist ein globales Thema. Zweitens, es ist wahnsinnig teuer, das Thema. Deswegen bin ich ja auch für effektive Energien. Ja, es muss eine Struktur geben von A bis Z. Die muss einmal festgesetzt werden und dann muss sie durchgezogen werden. Und zwar von Unternehmensseite wie auch von den Staaten. Nur wird es momentan nicht so realisiert. Und deine Maßnahme ist eine Einzelmaßnahme. Meine drei Maßnahmen habe ich gerade genannt. Der Ausbau, also die Erforschung von Speicherungsmedien, die Investition in die Energienetze und vor allem Smart Grids, die wie ein Hybridmotor funktionieren, dass man ein möglichst reibungsloses Wechselspiel aus diesen zwei Faktoren hinkriegt. Und last but not least und das Wichtigste ist die Verbindlichkeit in der Politik. Und die wird einfach nicht eingehalten, genau wie in der Flüchtlingskrise. Ja, sorry. Danke für deine Antwort. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Wir wollen nur fair bleiben wegen der Antwortzeit. Glaube ich, so einfach ist es dann auch nicht. Aber es hat schon was mit dem Menschen und seiner Form zu wirtschaften zu tun. Man hat allerdings eine Energie abgeschaltet oder ist dabei, sie abzuschalten, die, zumindest was das Klima angeht, absolut neutral ist.
beziehungsweise auf gar keinen Fall schädlich ist. Und das ist Atomkraft. Ja. War das ein falscher Weg? Hätte man die Atomkraftwerke lieber laufen lassen sollen? Sehr gute Frage, weil Atomkraft ist wirklich eine der reinsten Formen, die es gibt. Wir haben aber keine Möglichkeit, diesen hochschädlichen Müll bis jetzt zu entsorgen. Natürlich finde ich es auch gut, aber wenn man die... Dann, wenn ich da einmal kurz unterbrechen darf, ja, sehr gerne. Wäre es nicht dann viel effizienter, um das Bohr, was hier dauernd fällt, zu benutzen und viel klüger letztlich und mit viel weniger Aufwand zu realisieren, danach zu suchen, wie man das Problem lösen kann, anstatt die gesamte Energiewirtschaft umzubauen, nur wenn man das kleine Problem mit dem Atommüll nicht lösen kann. 30 Sekunden, bitte. Alles klar. Das kleine Problem mit dem Atommüll ist leider gar nicht so klein. Das heißt, es gibt super viele Fässer von den Russen, die irgendwo in die Nordsee geworfen werden, ja, und verseuchen die Ozeane. Und aktuell sehe ich nicht, wie wir das beheben sollen. Ich glaube, wir müssen dieses Problem umfahren, weil wir keine Lösung dafür finden werden. Ich glaube nicht, dass es eine Lösung aktuell dafür gibt. Und auch nicht in der Zukunft. Vielen Dank, Julius. Das war Julius Freund. Dann möchten wir jetzt Theresa nach vorne bitten, ans Pult. Jetzt kommen deine 60 Sekunden, deine Vision für Deutschland. Wollen wir hören? Ich versuche, unsere Jury zu überzeugen. Ich gebe mein Bestes. Ja, wie leben wir in der Zukunft? Wie surfen wir in der Zukunft? Und wie reisen wir in der Zukunft? Mit diesen Fragestellungen möchte ich mich für die junge Generation auseinandersetzen. Unter meinem Motto mehr Werte und weniger Konformität habe ich mir drei Punkte herausgesucht, die mir am wichtigsten sind. Der erste Punkt ist Mindset. In unserer jungen Generation ist es so, dass wir viele verschiedene und neue Lebensmodelle haben. Und diesen neuen Lebensmodellen muss auch ein Gehör geschenkt werden. Deswegen ist es mir wichtig, traditionelle Werte in moderne Werte zu übersetzen. Der zweite Punkt ist die Wirtschaft. Mir ist es sehr wichtig, ein E-Government-System einzuführen, die Digitalisierung zu stärken, sowie kleine und mittelständische Unternehmen und auch Start-ups zu fördern. Beim dritten Punkt, der Bildung, ist es mir sehr wichtig, dass Berufsausbildungen gleichermaßen anerkannt werden wie ein akademischer Abschluss und soziale Berufe weiter gefördert werden. Ich möchte der jungen Generation Politik näher bringen und auch zeigen, dass Politik cool sein kann. Sehr gut, vielen Dank. Genau 60 Sekunden. Von daher, das schon mal richtig gemacht. Nikolas, deine Nachfrage bitte an Theresa. Genau, also dein Motto ist mehr Werte, weniger Konformität. Und aus deinem Kandidatenprofil und deinen Videos lässt sich eben herausnehmen, dass du für mehr gemeinsame Werte stehst. Das ist ein offensichtlicher Widerspruch, denn wenn wir mehr Werte haben gemeinsam, haben wir auch mehr Konformität. Und wenn wir weniger Konformität haben, haben wir weniger gemeinsame Werte. Meine Frage ist, hast du dich einfach nur unklar ausgedrückt oder ist dein Wertbegriff so inhaltsleer, dass er letztendlich alles umgibt? Nein, mein Wertbegriff ist nicht inhaltsleer. Es ist halt die Frage, was auch du unter Werten verstehst. Vielleicht ist das inhaltsleer. Ich verstehe nämlich unter Werten, dass wir für uns alle in einer Solidargemeinschaft leben, dass jeder die Möglichkeit hat, sich zu verwirklichen, dass wir tolerant sind, dass wir andere Meinungen auch ein Gehör schenken. Und du kannst mich gerne dabei angucken, wenn ich deine Frage beantworte. Ja, ich höre zu, wichtiger ist der Ton. Und dass diese Werte, diese Grundwerte gegeben sind, die auch in unserem Grundgesetz verankert sind. Und jede Partei hat auch ihre eigenen Werte, auf denen ihr Parteiprogramm fußt. Danke, Theresa. Dann machen wir die nächste Nachfrage natürlich für Christoph jetzt möglich. Was möchtest du ihr für eine Frage stellen? Ich muss auch noch mal auf dieses Wertethema ansprechen, aber ich bin brav. Also das können wir gleich weitermachen. Ich habe das System eben so verstanden, dass man politische Entscheidungen tendenziell eher von Werten abhängig macht und nicht mehr von Parteimeinungen. Und irgendwie glaube ich auch, dass das vielleicht irgendwo funktioniert, aber sobald es dann ins Detail geht, Beispiel sachgrundlose Befristung, was für einen Wert zieht man da heran, um jetzt zu argumentieren? Weil da geht es dann einfach in die politischen Ideologien in der Argumentation, die mit den Werten, wie sie im Grundgesetz stehen, vielleicht, also die sind da nicht so identifizierbar. Wie will man dann da argumentieren, wertebezogen? Also du meinst, dass wenn es gerade ins Detail geht, dass dann sozusagen die politischen Ideologien wieder fußen und die Werte außer Acht gelassen werden? Na, vorsichtig, also wie gesagt, Werte werden nicht außer Acht gelassen. Ich glaube, mit welchem Wert willst du denn jetzt Zeitarbeit, gut oder schlecht, mit welchem Wert? Also ein Wert ist ja meistens so ein Wort, höchstens zwei. Was wäre dann nur so ein Beispiel? Also, naja, es geht mir um persönliche Werte. Es geht mir darum, dass jemand aus der SPD und jemand aus der CDU und jemand aus der FDP und jemand auch von den Linken
dass es sein kann, dass sie zu diesem Thema dieselben Werte vertreten, dass sie vielleicht und dass aufgrund dessen ein Konsens geschlossen wird und nicht nur, weil die CDU sagt, ja, wir wollen jetzt den Antrag ablehnen und die SPD sagt, ja, wir wollen dem Antrag zustimmen und dass aus diesem Grund jemand von der SPD dem nicht von der CDU zustimmt. Aber das funktioniert ja nicht, weil ich und das ist für mich halt ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich bin auch der Meinung, dass man halt diese Parteigrenzen auch mal durchbrechen darf. Okay. Aus der Jury kommt von Flo eine Nachfrage an Theresa. Ja, tatsächlich kann ich mich so mehr oder minder Christoph gleich anschließen, weil du hast mir im Prinzip meine Nachfrage vorweggenommen. Ich konnte tatsächlich mit dieser Begrifflichkeit, die du stets verwendet hast, um dich vorzustellen, wenig anfangen. Muss allerdings auch zugeben, dass ich es verstanden habe wie Christoph und du jetzt durch deine Erklärung mir vieles von dem, was ich mir darunter vorgestellt habe, weggenommen hast. Ja. Weshalb mich... Ich versuche es nochmal anders ranzugehen, okay. Weil ich versuche auch Nikolas ein bisschen zu entkräften, das war mir ein bisschen zu aggro an der Stelle. Du meinst ja schon, du schaffst ja im Prinzip eine Art Konformität, eben wie du gesagt hast, durch das Etablieren neuer Werte in so ein Wertsystem jetzt. Was mich dabei natürlich dann auch interessiert, ist, wie du zum Beispiel, wenn du so das Wort Werte halt ständig in den Mund nimmst, wie du beispielsweise jetzt mit so einem Begriff wie deutscher Leitkultur umgehst. Mhm. Vielleicht müsste ich auch eher mal ein paar Schritte zurückgehen und erklären, wie mir dieser Spruch sozusagen oder wie ich darauf zustande gekommen bin. Mhm. Also mir ist aufgefallen auch dadurch, dass ich politisch aktiv bin, dass halt in einer Partei auch viele dass es sehr konformitär ist, ne? Also dass es da diese starken Hierarchien gibt und dass man sozusagen da als junger Mensch gar keine Chance hat, teilweise hochzukommen, weil es einfach so diese Platzhirsche dort gibt. Und deswegen ist es halt mein Ansatz zu sagen, dass man versuchen sollte, diese ganze Konformität in diesen bestehenden Strukturen aufzubrechen. Und dass danke, man halt Theresa. Danke. Sorry. Ich habe nur eine Frage stellen. Wir wollen gleich den Nikolas nach vorne bitten, gucken uns aber noch kurz seinen Film an, denn der ist ja vorhin, der war verhindert, der Film, aber jetzt ist er anwesend und deswegen Mats ab. Meine erste Amtshandlung als Germany's Next Bundeskanzler wäre daher der Aufbau einer Zukunftsbörse. Hallo, herzlich willkommen. Ich studiere hier in Frankfurt, komme ursprünglich aus Bonn und mache hier dann in Frankfurt Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften. Und demgemäß ist mein Tag in der Uni auch relativ voll. Und es ist auch ein bisschen immer Koordinationsarbeit, das auszubalancieren, weil sich da auch viel überschneidet zeitlich, aber man kriegt das hin. Und danach treffe ich mich halt dann gerne mal mit Freunden, gehe was essen oder was trinken. Und so sieht ein normaler Tag aus. Ich bin tatsächlich mehr im ländlichen Raum, also nicht direkt in Bonn aufgewachsen, sondern das Dorf heißt tatsächlich Rauschendorf und der Name sagt schon, was da passiert, nämlich nichts. Als ich neu in der Uni war, am ersten Tag und Carlo kennengelernt habe, haben wir darüber geredet, was wir gerne in unserer Freizeit machen. Und ich habe gesagt, Fuppes spielen. Und er kannte das nicht. Anscheinend sagt man das hier nicht so, aber es ist halt Fußball. Und als ich ihm dann gesagt habe, gut, dann spielen wir mal zusammen Fuppes, stellte sich raus, Fuppes und Fußball ist das Gleiche und er kannte die Regeln. Ja, und seitdem machen wir das halt ab und zu. Nico schätzt sich, dass er eigentlich immer zu seiner Meinung so persönlich steht und dass er sich da eigentlich nie verstellt und auch halt Sachen sagt, die jetzt nicht unbedingt jetzt bei jedem gut ankommen, sondern dass er halt eigentlich immer ehrlich ist und auch ziemlich zuverlässig ist. Ich glaube, dass ich die richtige Person dafür bin, um Germany's Next Bundeskanzler zu werden. Ich habe Ahnung und gleichaltrige Freunde, das heißt, ich kann Politik und Jugend sehr gut verbinden und das werde ich auch tun und will ich auch tun als Germany's Next Bundeskanzler. Bitte, Nikolas. Okay. Deine 60 Sekunden, deine Vision für Deutschland, bitte schön. Stellen Sie sich vor, Sie laufen durch die Straße und plötzlich sehen Sie jemanden vor sich liegen, regungslos und ein Team von Ärzten um ihn rum. Aber statt ihn wieder zu beleben, gucken Sie sich einfach nur besorgt an und sagen, Herzstillstand.
Ein bisschen so ist das, wenn Politiker der jungen Generation Politikverdrossenheit vorwerfen, ohne die Frage eben nach der Ursache dieses Symptoms zu stellen. Ich glaube, das Problem ist, dass unsere politische Debattenkultur vollkommen eingeschlafen ist. Es gibt einfach keinen Wettstreit mehr im Parlament. Und ich glaube, wenn man mal wieder mehr streiten würde, dann könnte man auch das Interesse der Jugend wecken, weil sie das Gefühl hätten, sie können auch selber was beeinflussen. Darum ist mein Motto mehr Ideen wagen. Ein Beispiel für eine Idee war aus meiner ersten Challenge eben die Stipendienbörse, die eben dafür sorgt, dass die Interessen von Studierenden und Unternehmen, die Nachwuchs suchen, zusammengeführt werden. Und das haben wir auch gestern einstimmig übrigens angenommen in der Charta der Jugend und ist damit in meinen Augen ein sehr guter Anfang und ein gutes Beispiel. Ich glaube aber, es gibt noch sehr viele mehr Möglichkeiten und Ideen und deswegen ja, bewerbe ich mich bei Germany's Next Bundeskanzler, seien wir mehr als nur eine Idee weiter. Danke. Dankeschön an Nikolas. Genau, du hast es schon angesprochen, gestern die Charta der Jugend und mit deiner Zukunftsbörse und ich hatte die Bedenken gestern schon, denn also dadurch fördert man ja praktisch nochmal das Studium, was ja ein guter Ansatz ist und ich finde die Idee auch gut, aber jetzt will man ja auch immer wieder das Handwerk stärken, ne? Ausbildung, Wertschätzung schaffen, ist das nicht konträr? Also ich finde es sehr gut, dass anscheinend schon die Diskussion angestoßen wird dadurch und es funktioniert und der Diskurs beginnt und du direkt auf ein neues Thema gehen willst. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja kein Gesamtplan für die Gesellschaft, sondern es ist einfach ein konkreter Vorschlag für ein Einzelthema gewesen, der ohne viel Aufwand viel vereinfachen kann. Und natürlich braucht man das auch bei Handwerk und den klassischen Berufen. Da muss man aber auch noch berücksichtigen, das hängt sehr viel ab mit Bildungsabschlüssen und das ist das Thema der Länder. Und wir sind hier bei Germany's Next Bundeskanzler, deswegen ist das vielleicht nochmal eine andere Ebene. Dankeschön. Okay. Andreas, deine Möglichkeit nachzufragen bei Nikolas. Würdest du wollen, dass die Ideen von den Bürgern kommen oder eher von den Politikern? Ich glaube, man muss da eben so eine Symbiose schaffen. Das ist ja gerade der Diskurs, den ich wiederbeleben will. Also ich wünsche mir, dass die Parteien auch mal verschiedene Anträge einreichen. Oder warum lässt man nicht mal sein eigenes Ministerium verschiedene Vorschläge arbeiten und dann öffentlich in die Diskussion einführen? Ich denke, das würde einfach dazu führen, dass die Leute politisiert werden. Und dann sind die Medien Vermittler und sorgen dafür, dass eben die Bürger mitsprechen können und eine Rückmeldung geben können. Und insgesamt sichern wir so unsere Demokratie in meinen Augen. Und natürlich kriegst du auch eine Frage aus unserer Jury. Johanna, bitte. Es wurde mir gerade eine Frage vorweggenommen, nämlich wie man die Debattenkultur denn konkret steigern könnte. Dann jetzt eine andere Frage. Du bist bei den Julis und eigentlich ein Liberaler. Mhm. Warum ist denn eine solche Börse Rolle des Staates, wenn es dafür Bedarf gibt, ja, dann könnte ja sowas auch durch ein Start-up gelöst werden? Okay, also es gibt ja sowas wie Koordinationsprobleme. Und wir sind da nicht auf einem komplett freien Markt, sondern wir bewegen uns in einem staatlichen Hochschulrahmen. Und deswegen ist es auch nicht komplett frei oder so. Und deswegen denke ich, kann man sehr gut eine Komplementärleistung, die günstiger ist als alle anderen Alternativen. Man stellt ja nur eine Infrastruktur zur Verfügung. So wie der Staat Schienen baut, stellen wir eben die Plattform zur Verfügung, auf der Studenten selber eben eintragen können, was sie studieren. Und Unternehmen sagen, okay, ich suche in 3 Jahren hier in der Region, in der mein Unternehmen ist, jemanden, der den Schnitt hat oder die Schwerpunkte hat. Und dann können die ganz individuell sowas aushandeln. Das heißt, der Staat wird gar nicht belastet oder so groß, sondern es wird einfach nur einmalig und dann betrieben eben diese Plattform. Das ist besser als große Ausgaben und spart sehr viel Geld in meinen Augen. Und inwiefern ist das mehr Infrastruktur als Amazon? Kurze Antwort bitte. Weil ich bei Amazon noch nie einen Studenten gekauft habe. Also, sehr gut. Nikolas, setz dich bitte hin. Dankeschön. Und bevor wir unseren letzten Kandidaten, den Christoph, nach vorne bitten, schauen wir uns auch noch natürlich seinen Film jetzt an und dann bist du gleich dran. Wenn ich Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wäre, dann wäre meine erste Amtshandlung folgendes. Ich würde jeden einzelnen Bundesminister vor die Tür setzen und mir dann ein Kabinett zusammenstellen, mit dem ich die Weichen wieder auf Fortschritt stellen kann. Also normalerweise beginnt der Tag mit einer Tasse Kaffee und einer Dusche und dann mache ich mich meistens auch schon auf den Weg in die Vorlesungen. Wie und wo ich aufgewachsen bin, das ist gar nicht so einfach, denn als ich 10 Jahre alt war, hat sich es eben so ergeben, dass sich meine Familie eben nicht mehr richtig um mich kümmern konnte und infolgedessen bin ich dann im Heim gelandet und das war anfangs eine ganz schön harte Zeit, das ist natürlich für einen 10-Jährigen schwierig. Als ich dann 16 Jahre alt war, hatte ich ganz großes Glück und konnte dann eben bei der Familie von meinem besten Freund mit einziehen und jetzt wohne ich hier seit 2011 in Westerheim. Christoph war oft bei uns im Urlaub dabei. Weil wir gute Freunde waren und umgezogen sind und Platz im Haus hatten, war das eigentlich gar kein Thema. Wenn der beste Freund neben einem wohnt, gibt doch nichts Cooleres. Ich kann mich auf Christoph immer verlassen. Er gibt immer 100%, wenn er irgendwas anfängt.
kann leider noch nicht zaubern, aber ich habe auf meiner nicht immer ganz geraden Laufbahn bisher schon viele Dinge gelernt, die mir, denke ich, die Möglichkeit geben, auch die Interessen der Jugend oder gerade die Interessen der Jugend auch auf dem harten politischen Parkett mit ein bisschen Humor, Schwung, aber auch dem notwendigen Maß an Ernsthaftigkeit gut zu vertreten. Der Wald ist da einfach ein ganz entspannter Ort. Da kann man dann so dem Alltagsstress mal entkommen, über Gott und die Welt nachdenken und dabei sogar noch ein bisschen entspannen. Ich will die Stimme der nächsten Generation sein, weil wir auch in Zukunft vor vielen Problemen stehen werden, die man anpacken muss und wir eben dann auch Leute brauchen, die genau diese Probleme angehen. So, Christoph, jetzt mal kurz kein Waldspaziergang, dafür 60 Sekunden. Deine Vision für Deutschland bei Germany's Next Bundeskanzler, bitteschön. Ja, meine lieben Freunde, streng genommen ist es der Mangel an Erfahrung, der die Jugend zu Leistungen veranlasst, die ein erfahrener Mensch niemals vollbringen wird. Das hat schon Jean, ich habe den Namen vergessen, so super, perfekt. Französischer Publizist, aber auf jeden Fall der springende Punkt ist, Sie alle kennen die Situation, alle sagen, nein, das ist unmöglich, das können wir nicht schaffen. Dann kommt einer, der wusste nicht, dass es unmöglich ist und schafft's. Und wenn Sie dieses Bild vor Ihrem geistigen Auge haben, dann sehen Sie die Jugend, so wie ich sehe. Dann sehen Sie die Jugend, die innovative Gedanken hat und die auch heute schon an die Zukunft denkt. Und wenn wir die Jugend und damit auch unser Land wieder weiter nach vorne bringen wollen, dann müssen wir zusammen die Ärmel hochkrempeln. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit einmal die Jugend und natürlich auch die Älteren. Denn wenn wir wieder Schwung in die Sache bringen wollen, dann braucht die Jugend die Älteren und die Älteren brauchen die Jugend. Dankeschön. Dankeschön, Christoph. Andreas, du darfst gleich nochmal nachhaken. Hast du einen konkreten Vorschlag, wie man diese Vision umsetzen könnte? Ja, also es gibt zigtausend Vorschläge, ne? Also zum Beispiel sehe ich de facto immer noch Bildungschancen als die beste Möglichkeit, um die Jugend nach vorne zu bringen. Da könnte man jetzt vom elternunabhängigen BAföG dann reden als Schlagwort. Und wenn wir aber in den politischen Bereich wollen, wie bringt man die Jugend politisch wieder weiter nach vorne, dann ist es ganz wichtig und das ist eine ganz einfache Maßnahme. Die Jugend muss nur wählen gehen. Das ist schon alles. Mehr verlange ich auch gar nicht. Das muss nicht jeder in der Partei engagiert sein. Manche wollen das nicht, manche haben da keine Zeit für. Vollkommen verständlich. Aber wenn man wählen geht, dann können wir das Stimmgewicht, das wir auch tatsächlich haben, entfalten. Danke, Nikolas. Nächste Nachfrage kommt von Julius. Ja, Nikolas. Christoph, Entschuldigung, das war keine Ahnung. Danke, Christoph. Entschuldigung. Julius, Entschuldigung. Jetzt bist du dran. Haben wir jetzt so viel Zeit miteinander verbracht. Ne? Egal. So, pass auf, Theresa. Also, da kann man schon mal durchmachen. Du hast jetzt sehr viel darüber gesprochen. Innovation, dass Jung mit Alt zusammenarbeiten soll. In deinem Video hattest du als einzige Maßnahme oder als eine der wenigen Maßnahmen auch angekündigt, dass du viele Leute rausschmeißen willst. Ist das richtig? Ja, Ich würde gerne von dir wissen, erstens, wie willst du es denn jetzt konkret realisieren und was heißt das, mit Leute rausschmeißen. Genau, also das ist natürlich, man stellt bei der Betrachtung meiner ersten Amtshandlung schnell fest, dass sie realpolitisch nicht so ganz umsetzbar ist. Ja. Oder auch gar nicht notwendig ist, weil bei einem neuen Kanzler kommen auch automatisch neue Minister. Wichtig war mir die Message, die dahinter steckt, dass ich mit tatsächlich vielen Bereichen unzufrieden bin und dass man in vielen Bereichen, ich habe es jetzt auf die Ministerien reduziert, was anpacken muss. Also das war tatsächlich eher zur Veranschaulichung, bevor ich jetzt irgendwie 2 Stunden lang alle möglichen Bereiche aufzähle. Und dann war da noch eine zweite Teilfrage, die ich gerne noch beantworten würde. Stell sie nochmal schnell, ich habe sie vergessen. Vielleicht eine konkrete Maßnahme. Du hast 8 Sekunden noch Zeit, um die Frage zu beantworten. Was willst du denn umsetzen? Elternunabhängiges BAföG, mehr soziale Gerechtigkeit. Das ist ein ganz großes Schlagwort, habe ich in meinem Video dick und breit erklärt. Ich muss leider darauf verweisen, ich habe keine Zeit mehr. Dankeschön. Ronja. Ja, du hast in deinem Video und jetzt da gerade eben auch als Antwort auf die erste Frage das Bildungsthema sehr als Leib- und Magenthema von dir beschrieben. Meine Frage wäre jetzt, wir sind ja auch immer mit den Zuständigkeiten da behaftet, ja. Bund und Land. Mhm. Siehst du trotzdem, dass sozusagen unterschiedliche Systeme in den Ländern, dass das von Vorteil ist? Sollte man das eher zentralisieren, deiner Meinung nach? Und was wären sozusagen die ersten 2 Punkte, wo du sagst, da muss man auf jeden Fall ansetzen? Ja. Also grundsätzlich, das föderalistische System ist hervorragend und es ist eigentlich auch nicht gut, wenn man da Kompetenzen von den Ländern auf den Bund abgibt. Beim Thema Bildung frage ich mich allerdings, wo der tiefere Sinn ist, dass sich die Länder untereinander im Wettbewerb befinden. Und ich persönlich fände es besser, wenn sich nicht Bayern mit Sachsen im Wettbewerb befindet, sondern Deutschland mit der Schweiz, mit den USA oder mit Japan. Deswegen hadere ich ein bisschen mit mir. Ich kann mich aber auch grundsätzlich damit anfreunden, dass ganz viele Kompetenzen bei den Ländern bleiben und wir aber schon mal als erste Maßnahme das Zentralabitur einführen. Also das tatsächlich in den Kernfächern
dass da überall dieselben Kompetenzen vermittelt werden, dieselben Prüfungen geschrieben werden, deutschlandweit, und dass aber immer noch Spielräume erhalten bleiben. Dankeschön, Christoph. Vielen Dank. Jawohl. So, und dann freuen wir uns, dass Andreas Bergholz nach vorne kommt. Deine 60 Sekunden. Ja. Deine Vision für Deutschland. Bitteschön. Ich mach's kurz. Ich wünsche mir die Vereinigten Staaten von Europa, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die völlig ungewiss ist. Das ist jetzt auch nicht die Rede, die ich vorbereitet habe. Ich versuche einfach mal aus dem Stegreif zu erzählen. Ich glaube, dass wir heute, unsere Werte sind eigentlich bedroht, wenn man es mal runterbricht. Ich glaube, dass Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und auch Demokratie nicht mehr Sachen sind, die selbstverständlich sind. Und es muss irgendeine Kraft auf dieser Welt geben, die diese Werte bewahrt für die nächsten Generationen. Und deswegen glaube ich, die beste Art, wie wir das erreichen könnten, wäre, wenn wir uns zusammenschließen würden mit den anderen Ländern, die mit uns Geschichte, Krieg, diese ganzen Erlebnisse geteilt haben. Und als mein Abschlussstatement würde ich einfach sagen, ich glaube einfach felsenfest, dass die Gemeinschaft immer stärker ist als der Egoismus. Vielen Dank. Dankeschön, Andreas. Dann gibt es die erste Nachfrage von Julius. Ja, also bevor ich meine Nachfrage stelle, finde ich, hast du das super gemacht, ehrlich gesagt, weil einfach aus dem Stegreif jetzt was Neues zu erfinden, fand ich sehr cool von dir. So, jetzt meine Nachfrage. Du hast viel von den Vereinigten Staaten von Europa gesprochen. Wie unterscheidet sich denn das Ganze jetzt von der EU? Weil das sind ja irgendwo auch Vereinigte Staaten von Europa irgendwie. Ja, wir haben aber zum Beispiel keine gemeinsame Außenpolitik. Da macht ja jedes Land das... Jedes Land was Verschiedenes, auch gegeneinander praktisch. Und wir müssten mal uns gemeinsam abstimmen, damit wir mal so unser ganzes Gewicht, was wir haben, diplomatisch und wirtschaftlich, nutzen können, um vielleicht ja, eine bessere Welt zu erwirken. Irgendjemand muss doch mal anfangen. Irgendjemand muss mal anfangen, diese Welt zu verbessern. Und ich glaube nicht, dass es irgendwann die Russen sein werden oder die Amerikaner oder die Chinesen, sondern ich glaube, dass diese Aufgabe uns obliegen wird. Danke, Andreas. Dann von dir, Theresa, noch deine Nachfrage. Ja, yeah, last but not least. Dein Konzept finde ich sehr schlüssig, beziehungsweise die Vereinigten Staaten von Europa würde ich jetzt nicht ganz so unterschreiben, weil ich auch der Meinung bin, dass es die Europäische Union sozusagen es das schon gibt. Aber ich würde einfach gerne noch mal ein bisschen konkreter werden und fragen, wie würdest du oder wie möchtest du dich auch vielleicht in Zukunft einbringen, um diese Themen weiter voranzutreiben? Wie möchtest du auch irgendwie mit das Mindset deiner Umgebung, sage ich mal, was möchtest du sagen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir mit den Menschen darüber sprechen, was in Europa passieren soll. Es ist unser Europa. Wir müssen mit den Leuten anfangen zu reden, weil wir hier leben. Die Politiker entscheiden irgendwas, aber es gibt keine Sicherheit, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, wir müssen zu den Leuten gehen und sie fragen, wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Und erst dann werden wir auch eine Akzeptanz für die Vereinigten Staaten von Europa bekommen. Eine Rückfrage noch aus der Jury von Ronja. Die Vereinigten Staaten für Europa, heißt es dann automatisch die Vergemeinschaftung aller Politikbereiche? Gibt es dann überhaupt noch Nationalstaaten und nationale Parlamente? Und noch Zusatzfrage, wenn wir dafür noch Zeit haben. Du hast ja viel auch jetzt von basisdemokratischen Elementen oder Basisdemokratie, so habe ich das zumindest verstanden, gesprochen. Was denn deine Antwort auf den Brexit? Das war ja auch eine Abstimmung, die die Bevölkerung am Ende so getroffen hat. Können Sie die Frage noch mal weiter wiederholen? Alle Politikbereiche vergemeinschaften. Gibt es da noch nationale Parlamente? Okay. Also ich glaube, dass zum Beispiel Deutschland ein Staat ist, der auf demselben System basiert, was eines Tages die Vereinigten Staaten von Europa sein könnten. Weil Deutschland war ja auch komplett aufgesplittet. Und irgendwie hat man es geschafft, dass diese ganz verschiedenen Länder sich zusammengetan haben und eine Regierung gebildet haben. Und diesen Weg stelle ich mir eigentlich auch langfristig für die nächsten Generationen auch für Europa vor. Und die zweite Frage, könnten Sie noch die erläutern? Ja, also mit den Leuten sprechen, was sie wollen. Was denn deine Analyse dann für den Brexit? Da haben die Leute gesagt, sie wollen rausgehen. Da hat mein europäisches Herz schon geblutet. Und ich hoffe, dass eines Tages... Also meins auch, nicht falsch verstehen. Ich hoffe, dass die Briten sich eines Tages vielleicht umentscheiden werden. Vielen Dank an die Runde. Jeder Kandidat hat von der Jury eine Nachfrage bekommen. Das gibt doch erstmal jetzt einen ordentlichen Applaus für Andreas.
Liebe Jury, aufgrund der Zeit, ihr müsst euch noch zurückziehen ganz kurz durch die Runde mal eure Eindrücke. Nikolaus, wie haben sich unsere Kandidaten geschlagen? Wie gefällt es dir als Politikprofi? Na, ich mache keine Politik, ich schreibe über Politik. Ja. Das ist schon ein kleiner Unterschied zum Glück noch. Ich fand das toll. Ich fand viele gute Ideen und bin dabei ein ganz bisschen überrascht, dass ganz viele, und dann müssen wir uns noch ein bisschen auseinandersetzen, wer nun genau und wer nicht, dass ganz viele von euch letztlich schon die Sprache sprechen der Profipolitiker. Mhm. Ihr seid alle ziemlich jung, das ist euer Privileg und euer Glück, wenn man so will. Und das habe ich persönlich, das habe ich jetzt zumindest nicht zu jeder Zeitpunkt gespürt, dass ihr noch jung seid, sondern es war sehr technokratisch, sehr informiert, sehr klug, sehr strukturiert und mit ein bisschen wenig Bums. Flo, vielleicht machst du mal weiter? Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass mir viele Sachen wirklich sehr, sehr gut gefallen haben bei euch allen, dass ich finde, dir steht T-Shirt deutlich besser und ich muss tatsächlich sagen, ihr habt es dennoch geschafft, was selten passiert, mich zu schockieren und den Klimawandel als Nischenthema zu bezeichnen. Das war nicht schlecht. Ronja, du vielleicht auch noch mal ein kleines Kommentar zu unseren Kandidaten. Dein Eindruck, du bist selber mitten im Bundestagswahlkampf und das war ja auch Wahlkampf. Ja, also von mir einfach mal großes Kompliment. Ich habe euch ja gestern Abend auch schon kennengelernt und ihr seid auf jeden Fall alle politisch tickende Menschen und das spürt man auch. Und was halt hinzukommt, aber das gehört eben auch dazu, man ist ja in der Öffentlichkeit, man steht sehr unter Stress und das alles immer in 30 oder 60 Sekunden rüberzubringen, ist eine enorm große Aufgabe und deswegen von meiner Seite einfach mal allgemein an euch ein Kompliment. Sehr gut, das ist auch ein kleiner Applaus nochmal. Ja, danke. Ganz kurz, Johanna, dein Eindruck, wie hat es dir gefallen? Wie haben dir unsere Jungs und Mädels gefallen? Ja, mega begeistert, was wir hier für Kandidaten auf der Bühne gesehen haben, was ihr hier performt habt. Auch ich war beeindruckt, wie informiert und tief drinnen ihr in vielen Themen seid. Das kann man jetzt positiv und negativ bewerten. Man ist da schon zu konform oder auch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall bei vielen von euch die Leidenschaft gesehen und das fand ich klasse und ich hoffe, dass ihr die auch nicht verliert für diese Themen. Dann möchte ich euch jetzt bitten, euch zurückzuziehen. Ihr habt ein paar Minuten Zeit und wir sind sehr gespannt, mit welchem Ergebnis ihr zurückkommt und wen ihr zu Germany's Next Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin kürt. In der Zeit können wir noch ein bisschen schnacken. Die Zeit läuft zwar runter, aber wir machen das ganz entspannt und relaxed. Erzählt uns ein bisschen von den vergangenen Tagen. Ich fange ruhig mal bei Andreas an. Gab es zu Hause und auch bei dir im Freundeskreis noch ein anderes Thema als du bist ja dann am 1. bei und wie geht's und wie läuft's? Eigentlich gar nicht, nee. Es wurde eigentlich permanent danach gefragt, aber ich muss auch sagen, in diesen letzten 2 Tagen bin ich auch sehr abgeschottet gewesen, weil der Zeitplan sehr getaktet gewesen ist. Ja. Ja. Wie war das bei dir, Julius? Die letzten 2 Tage, wie die waren so für uns alle? Ja, genau. Erstmal so dein Eindruck insgesamt. Ihr seid ja alle in der Politik schon tätig. Aber ich glaube, auch das war für euch nochmal so ein Pensum, was nicht üblich ist, oder? Auf jeden Fall. Aber eine Sache ist mir nochmal ganz wichtig, dass die für alle auch hier im Raum bewusst ist. Wir sind zwar alle hier verschiedener Positionen, aber wir haben alle dasselbe Interesse gehabt. Und zwar einfach politisches Interesse bei der Jugend zu steigern. Und mir ist ganz wichtig, egal wer hier als Gewinner oder Verlierer rausgehen sollte, ja, wenn wir auch nur einen dazu mobilisieren konnten, irgendwie wählen zu gehen für irgendeinen von uns, dann, oder also nicht für einen von uns, sondern für irgendeine politische Meinung, dann war das ein voller Erfolg. Und eine Sache möchte ich noch gerne sagen an die anderen Kandidaten hier. Wir haben super zusammengearbeitet als Team, wir waren sehr dynamisch und es hat mich total gefreut, hier mit so jungen Leuten wirklich auch guten Content zu machen. Wir haben nämlich auch was Cooles für euch gebastelt, dass man sich durchlesen kann. Aha, da sind wir gespannt drauf. Theresa, 10.000 Euro stehen aus als Stipendium. Das ist natürlich auch ein schöner Anreiz, hier mitzumachen. Was würdest du machen, wenn du das Geld bekommen würdest? Ganz pragmatisch. Ich wechsle momentan meinen Studienort. Ich gehe jetzt bald an die FU nach Berlin und ziehe von Hannover nach Berlin. Und für einen Umzug würde sich das natürlich auch anbieten. Und außerdem möchte ich gerne auch im Masterstudium noch einmal ins englischsprachige Ausland. Und da die Praktika ja meistens im englischsprachigen Ausland nicht vergütet sind, beziehungsweise nicht hoch, wäre das eine große Entlastung. Nikolas, nochmal kurz zu dir. Warst du sehr aufgeregt für heute oder hast du gesagt, ach komm los, ich ziehe das durch. Außerdem will ich unbedingt Germany's Next
demnächst Bundeskanzler werden, deswegen Kinderteller für mich. Nein, natürlich. Natürlich ist man sehr aufgeregt. Ich bin auch nicht überzeugt jetzt irgendwie, dass ich das hier werde, aber als man dann hier war heute, hat sich die Aufregung doch gelegt. Das war eher gestern und ich glaube bei allen, also wir wollten eigentlich alle früh schlafen und am Ende waren wir doch irgendwie um 4 Uhr alle irgendwie so im Zimmer. Aber jetzt dann, als man dann hier war, hat sich gelegt und ich glaube, einen großen Anteil daran hatte auch einfach dieses Training der letzten Tage, weil man hat ja einfach sonst nicht einfach diese Konfrontationserlebnisse, wo man einfach plötzlich anfangen muss zu reden, so wie jetzt gerade. Ja. Und auf einmal geht es dann viel einfacher. Und deswegen bin ich jetzt gerade sehr entspannt. Christoph, auch an dich mal die Frage mit diesem Stipendium, 10.000 Euro. Ja. Was machst du damit? Also, ich habe keinen klaren Verwendungszweck, außer dass ich 5.000 Euro gerne... Ich kann dir meine Kontonummer geben. Ich suche nach anderen Kontonummern, weil ich würde nämlich gerne 5.000 Euro spenden. Der Punkt besteht darin, dass ich jetzt, also im Falle eines Sieges, hier 10.000 Euro dafür bekomme, dass ich eigentlich nur das getan habe, was ich für richtig halte. Und dann gebe ich meinen Wählern gerne ein gutes Gefühl zurück. Ich kann nicht jedem ein bisschen Geld überweisen, das funktioniert leider nicht. Und deswegen mache ich es dann eben so. Wohin ich das spende, habe ich noch keine Ahnung, da muss ich noch drüber sinnieren. Und den Rest haue ich einfach auf den Kopf, es tut mir leid. Ja? Also... Dann wollen wir noch mal ganz kurz ins Internet gucken, denn wir sind ja live überall und werden verfolgt von hoffentlich interessierten jungen Menschen. Judith, erzähl uns mal, was wird kommentiert, was wird gefragt? Ja, also erstmal gibt es ganz, ganz viel Bewunderung und Glückwünsche an die Kandidaten. Also viele schreiben wirklich irgendwie super argumentiert, tolle Leute, alle sind irgendwie super gut in ihren Themen drin. Dann werden hier Vergleiche gezogen. Da hieß es, Köln, Hannover hatten wir in puncto Kanzler ja schon. Ganz große Vergleiche. Und vielleicht noch eine Frage. Jemand wollte wissen, was für euch die größte Herausforderung jetzt im ganzen Wettbewerb war. Heute Morgen. Heute Morgen war, also es war ganz schlimm, weil dann kommt alles zusammen, wenig Schlaf, viel Stress, die letzten Tage, dann die ganzen Erwartungen hier, die Unwissenheit, was passiert, das war, puh. Ich fand, auf jeden Fall, aber ich fand auch sehr fordernd, einfach über mehrere Wochen, ja sogar Monate das durchzuziehen, also man hat ja konstant irgendwie immer diesen Wettbewerb in irgendeiner Region des Gehirns gehabt und das war auf jeden Fall krass und ich denke mal, Politiker, die immer in so einem System drin stecken und immer darauf achten müssen, wie sie jetzt ankommen und wirken, das ist auf jeden Fall eine enorme Belastung. Stimmt. Und wenn man es mal so erlebt hat, dann sieht man das auch anders. Frieda, du checkst auch die Kanäle. Was gibt es für Fragen? Ja, ich gucke besonders bei Facebook Live und da formieren sich Fanclubs auf jeden Fall. Es gibt, es wird zu allen super kommentiert. Nikolas hat scheinbar gut geseedet, wie man das sagt. Es gibt viele Leute, die mit dem gleichen Nachnamen verfolgen und heftig kommentieren. Geseedet jetzt, in welchem Sinne? Meine Familie hat genau geseedet. Dann bei Andreas, da hat sich der Hashtag an die Macht schon etabliert und natürlich auch bei den anderen Kanälen. Kandidaten geht's gut ab. Und von Theresa wollen eigentlich alle wissen, wie du es mit der Frauenquote irgendwie hältst, ob das okay ist mit den Männern. Und da kam auch ein Kommentar, scheinbar haben ja alle den gleichen Herrenausstatter. Also, genau. Ja, sehr schön. Ja, wir haben uns gegen weiße Hemden entschieden, ne? Und dann musstet ihr blau aus dem Hut zaubern. Und gegen kariert. Genau. Musstet ihr nochmal shoppen gehen oder hattet ihr alles dabei? Wir hatten alle dasselbe dabei, eben, ne? Das ist der Punkt. Eine Sache dazu, es war so, wir sollten nicht weiß oder schwarz anziehen und auch nichts Gestreiftes. So, da war mir schon alles raus. Ich hatte nur noch dieses Hemd, ja. Das hatte ich aber schon gestern an, so. Das heißt, ich musste das im Waschbecken waschen mit Seife und wieder trocken bügeln. Ich habe 2 Stunden gebügelt. So lange habe ich noch nie gebügelt. Wenn die Jury das wüsste, ja, ob das dann das extra Punkte geben würde. Julius, da frage ich doch mal gleich deine Freundin. Bringt ihn das so aus der Fassung oder bleibt er da ganz cool und geht einfach ganz pragmatisch zum Waschbecken? Beim Bügeln? Ja, wenn es solche Situationen mal gibt, ne? Grundsätzlich bringt ihn das eigentlich nicht aus der Fassung. Er ist ziemlich gefasst, egal was kommt. Manchmal dreht er dann kurz durch, dreht sich dreimal im Kreis, drängt darüber nach und dann hat er eine Antwort parat. Auch wenn er manchmal ganz schön aufgeregt ist, auch wie man heute gemerkt hat. Aber ich denke, das war bei allen Kandidaten so. Von daher ganz dickes Lob an alle, ne? Und also das ist üblich für ihn, dass er sein Hemd einfach mal schnell wäscht, weil Panik auftritt. Wie war denn das bei euch zu Hause? Wie oft hat er seine 60 Sekunden zu Hause vor dir geübt und auch allein und du hast ihm dann im Nebenraum zugehört? Vor mir hat er seine 60 Sekunden gar nicht geübt.
muss ich sagen, hat er für sich behalten. Ich habe ihm natürlich Tipps gegeben, grundsätzlich mehr Redeart, Redewendung, ruhig bleiben. Ne? Aber an sich habe ich das heute jetzt auch zum ersten Mal gehört. Grundsätzlich hat uns aber dieser ganze Wettbewerb, also es waren jetzt 3 Monate lang, da habe ich ihn eigentlich gar nicht mehr gesehen. Es war Computer und Julius, die sind verheiratet, alles in Ordnung. Solange er lebt und auch noch atmet und ab und zu was isst, ab und zu bügelt, war alles okay. Von daher war das die Hauptsache und jetzt am Ende bin ich sehr zufrieden mit ihm, hat er gut gemacht. Sehr schön. Na, dann habt ihr euch ab heute wieder, egal wie das Ganze ausgeht. Ich würde gerne noch mal wissen, hier am Brandenburger Tor, also ich finde das sehr, sehr mutig, sich da hinzustellen und einfach loszureden. Auch natürlich dann die Angst zu haben, bleibt da einer stehen oder laufen die einfach weiter? Wie war das? Fangen wir mal mit der Dame im Bunde an. Ja, also es war ja, es war ja die Aufgabe auch, dass wir am Anfang sind wir ausgeschwärmt, hatten ungefähr 15 Minuten Zeit und mussten dann Leute ranholen. Und das war total schwierig, weil am Brandenburger Tor sind ja nicht die typischen Berliner meistens, die da langlaufen, sondern es sind Touristen, die gerne ungestört ein Touristenfoto machen möchten und bloß nicht angequatscht werden wollen. Und das war eine sehr große Herausforderung. Ich hatte dann das Glück, dass ich eine dänische Schulklasse gefunden habe, die ich noch auf Englisch dann animiert habe, doch mitzukommen. Und die haben uns dann auch ganz tatkräftig unterstützt. Ja, das ist genau das richtige Stichwort. Das habe ich mir natürlich direkt als Marketingstrategie ausgedacht. Mhm. Ne? Die Leute wollen Fotos haben. Also bin ich hingegangen und habe einfach mal Fotos von allen Leuten gemacht und gesagt, hey, komm, ich mache ein Foto von euch und so. Und dann habe ich die danach davon überzeugen können, dass ich absolut für meine Sache brenne. Und hatte übrigens, da muss ich nochmal Danke sagen, ich hatte eine ganz, ganz tolle Gruppe gefunden aus Österreich, die mega hinter mir standen und die waren super. Also falls ihr das seht, ihr wart die Besten. Wir hatten es ja eben von der Jury auch gehört, die Stimme der jungen Generation und viele von euch reden schon wie ja, gestandene Politiker. Da hat der ein oder andere gesagt, Mensch, die könnten jetzt auch noch mal 20 Jahre älter vielleicht sein. Ja, wie ist die Kunst? Wie macht man es? Wie spricht man junge Menschen? Wir haben auch im Publikum viele junge Menschen. Wie spricht man die an, um auf Augenhöhe zu bleiben, ihnen das plausibel zu erklären, was man weitergeben möchte und nicht in diese, ich sag mal, Falle vielleicht auch tappt und sagt, ja, so kenne ich es seit Kindesbeinen an, ich sehe es im Fernsehen, so reden nun mal Politiker und so rede ich jetzt auch, weil ich weiß gar nicht, bin ich sonst zu flapsig. Wie ist eure Meinung dazu? Also nehmt ihr die Kritik auf, sagt ihr ja, sie haben schon ein bisschen recht oder? Als junger Politiker ist man ja praktisch das Bindeglied zwischen der Jugend und der Politik, weil man die Kompetenz hat, sich mit beiden irgendwie zu unterhalten und ich hoffe auch gut und das ist dann die Kunst und ich bin mir da selber nicht sicher, wie gut ich das hingekriegt habe, dann die Inhalte auch wirklich noch vermitteln zu können. Also die Kritik war nicht ganz unberechtigt, aber auch nicht zu 100% berechtigt. Weil natürlich, wenn ich jetzt oben mit einem Politiker in meiner Alltagssprache spreche, dann werde ich nach 2 Minuten des Büros verwiesen. Und deswegen muss man eben da gewisse Kompromisse machen. Mhm. Ja, also man braucht irgendwie so einen gewissen Switch, den man drauf hat. Und ich glaube, man muss auch immer versuchen zu sprechen, als ob man zu Freunden spricht, wenn man mit jüngeren Leuten spricht. Aber dass man dann auch wieder umschalten kann und noch andere Wörter sozusagen oder andere Satzbausteine benutzt, genau. Und unsere Jury hat getagt, gestundet, geminutet und ist jetzt wieder zurück. Wir sind natürlich total gespannt auf das Ergebnis. Warten wir, ich hole mir schon mal den Pokal. Und Johanna ist da und hat den Umschlag. Ja. Gut, ich lege noch mal ab. Johanna, erzähl uns kurz von der hitzigen Debatte hinten im Off. Wir wollen alles wissen, alle dreckigen Details. Ja, also die war in der Tat wahnsinnig hitzig. Also wir hatten sehr unterschiedliche Meinungen. Also es war eine wahnsinnig hitzige Debatte und es ist doch super. Ja, es ist uns wahnsinnig schwer gefallen, wirklich zu einer Entscheidung zu kommen. Aber ja, sag ruhig was. Ich hätte nicht erwartet, dass wir uns so unglaublich uneinig sind am Anfang. Also es war. Ich habe keine Entscheidung kommen sehen. Nikolaus, ganz kurz auf dein Kommentar. Es bedurfte struktureller Gewalt. Und ich kann jedem nur mal, also wer das Spaß macht, und einzelnen, glaube ich, Studierten ja Wirtschaftswissenschaften, ich empfehle Spieltheorie. Das Einzige, was ich in meinem Volkswirtschaftsstudium verstanden habe, in meinem Nebenfachstudium, war Spieltheorie und wie Gruppen funktionieren, wenn sie sich aus vielen Optionen eine auf eine am Ende einigen müssen. Da gibt es viele Tricks und viele Sachen zu lernen und das war jetzt sehr, sehr lehrreich. Ronja, auch noch von dir ein kurzer Kommentar, bevor ich hier reingreife und den Namen verlese. Ja, kann mich dem nur anschließen, was eigentlich schon gesagt wurde. Wir waren uns hatten sehr unterschiedliche Meinungen und am Ende aber sind wir zu einem Ergebnis gekommen und ich glaube, auf das warten jetzt auch alle ganz gespannt. Oh ja, ich mach das drauf.
Also hier steht nicht La La Land, sondern Julius. Das ist wow. Nicht schlecht. Das ist gut. Fresh, Alter. Herr Bundeskanzler, darf ich auch noch mal? Das alles ist, Gute. Das ist eine Anfrage, mein Freund. Herzlichen Glückwunsch. Danke! Komm in unsere Mitte und lass dich beschenken von Nummer 2 nach dem Kuss von der Freundin. Gibt's auch noch einen Pokal. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nochmal kurz ganz schnell Applaus für den Bundeskanzler. Und 2, 3 Worte von dir. Ja, also mein tiefster Dank gilt einer Person hier im Raum, und das ist meine Freundin, die, als ich wirklich, wirklich mit den Nerven zwischendurch am Boden war, weil jemand hier am Tisch mich überholt hatte am Schluss, ja, und auch immer wieder zwischendurch mich aufgebaut hat und der ich auch mein gesamtes Werk widme mit der Klimaschutzpolitik, denn sie studiert erneuerbare Energien, und vielen Dank dafür. Mein zweiter großer Dank gilt auf jeden Fall den jungen Unternehmern. Ich habe wirklich viel gelernt, und ich glaube, wir sind uns einig, wir haben hier sehr viel mitgenommen, und es war einfach nur toll, von Anfang bis Ende. Es war Spannung pur, Adrenalinkick bis zum geht nicht mehr. Und last but not least danke ich natürlich meinen Supportern und Fans, die mich überhaupt hier hingebracht haben. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und der Jury natürlich, die sich für mich entschieden haben. Vielen Dank. Ja, dann sage ich auch noch mal ganz vielen Dank an unsere tolle Jury, total vielfältig, dass ihr mitgemacht habt, Flo, Johanna, Ronja und auch Nikolaus. Wirklich toll, dass wir euch alle mit an Bord hatten, und vielen, vielen Dank an euch vier auch noch mal. Ihr habt euch super geschlagen. Ich finde es total mutig, was ihr hier gemacht habt, in der Live-Sendung euch da zu stellen. Also alles Gute für eure Zukunft und toi, toi, toi. Und dir natürlich noch mal herzlichen Glückwunsch. Danke. Und vielen Dank auch an alle, die zugeschaut haben. Es war eine spannende Sendung. Ja, wir hatten ein paar Unwägbarkeiten, aber mein Gott nochmal, es hat total Spaß gemacht. Geht wählen. Wir sind jetzt live auf Facebook noch. Da könnt ihr mit dem Gewinner, mit dem neuen Bundeskanzler chatten. Und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schon der nächste Wagen anrollt, da braucht aber noch ein bisschen, und deswegen schauen wir mal, ob wir noch ein weiteres Interview zustande bekommen.